Ich bin kein perfekter Mensch. Ich tue meine Sünden. Ja, ich schiebe aus Gnade allein. Wo bin ich ein perfekter Mensch? Ich tue jeden Tag meine Sünde. Ich sehe meine Fehler ein. Und weiter? Ihr ganzer Livestream, hier alles voll. Ich bin Satanist. Was habe ich noch alles? Alles Screenshot gemacht. Ich habe davon alles Screenshot gemacht. Alles Screenshot gemacht. Und ich hoffe, dass uns die Leute aufnehmen. Genauso wie dieser evangelische Christ 7 und was weiß ich 4 und die anderen Menschen, ja, die richtig schätzen, ist auch alles auf YouTube. Ist doch alles auf YouTube. Türke, das von dir ist auch auf YouTube. Herr christlicher Kanäle heißt Islamjäger. Und noch was weiß ich was alles damit, was es heißt. Selbst du, Vita Luca, bist auf YouTube. Bei diesen Christen-TikTok, Islamjäger. Was ist denn das für eine Überschrift? Sorry, tut mir leid, ich glaube an Jesus Christus. Ich habe die Brüder und Geschwister draußen gefragt und gesagt, es ist falsch, was man hier macht. Also, vielen Dank. Also, noch einmal. Ich habe gesagt, ich werde dich heute blamieren und das werde ich machen, Christian. Du hast jetzt zuerst einmal hast gesagt, ich würde Hetze verbreiten, hast du bis jetzt nichts gezeigt. Nein, du hast erzählt, wegen Muslimen, die über mich sprechen, die sagen, wer ich bin und wie ich drauf bin. Okay? Und ich sage dir jetzt, geh doch zu diesen Muslimen, du bist ein Heuchler für mich. Weil, geh zu diesen Leuten und sage, nimm dieses Video weg, die du über Widerlücke gemacht hast. Machst du das? Nein, du bist ein Heuchler. Du bist hier und laberst. Du habe jetzt aufgeschrieben, du hast, ich habe Fehler, ich habe Fehler. Aber du bist hier und verurteilst uns. Schau auf deine Fehler zuerst, arbeite an dir und dann komm zu mir. Über Bibel hast du keine Ahnung. Okay? So. Jetzt, christlicher Dava, komm hoch. Du, ich sehe immer wieder, wie du da rumrennst und mich beobachtest. Komm hoch. Okay? Du sagst, du bist nicht besser, du bist noch schlimmer. Okay? Christlicher Dava. Also, dann, mein YouTube-Kanal. Ja, ich habe YouTube-Kanal. Bist eifersüchtig? Bist eifersüchtig oder was? Bist eifersüchtig? Was hast du mit meinem Leben zu tun? Bis jetzt bist du nur hier und du hast einen Balken in deinen Augen. Du willst nicht den Balken aus deinen Augen ziehen, sondern du bist hier nur am Verurteilen die ganze Zeit. Islamjäger, geh so zu ihm, geh zu ihm, sprich du mit ihm. Okay? Geh zu ihm und sprich mit ihm. Was habe ich mit dem Islamjäger oder was auch immer zu tun? Ich habe zu dir gesagt, beweise, dass ich hetze. Bis jetzt hast du nicht bewiesen. Bis jetzt hast du nur gelabert. Bis jetzt hast du keine einzige Sache gezeigt. Und nachher hast du gesagt, ich verkünde das Evangelium. Christlicher Dava, ich verkünde das Evangelium tagtäglich hier. Wenn ich mit den Muslimen spreche, ich zeige, was in ihren Büchern steht, und dann verkünde ich das Evangelium und ich sage immer, verlasse den Islam, rette deine Seele, nimm Jesus Christus an, als dein Herr und dein Retter. Okay? Das ist der Punkt. Bis jetzt konntest du nichts beweisen, nichts, gar nichts. Geh zu deinen muslimischen Brüdern und sage, sie sollen die Videos, die sie über mich machen, wegnehmen. Am Anfang, das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, haben alle gesagt, mach das nicht, nimm diese Christen nicht hoch. Was habe ich gemacht? Ich habe die hochgenommen, habe mit dir mit allem Respekt gesprochen, so wie jetzt auch. Ich spreche mit dir mit Respekt, aber du bist ein Heuchler, weil deine Brüder, diese Muslime, diffamieren mich, beleidigen mich, meine Familie rufen dazu auf, mich zu jagen. Okay? Und nicht nur Muslime, auch Christen, wie ich sehe hier, wie diese christlichen da greifen mich an, aber bleibe unten, komme nicht. Also, ich kann mir das gar nicht mehr geben. Ich glaube, ich gehe in der nächsten Runde raus. Ich habe hier ein ganz anderes Problem gerade. Ein junger Christ, der gerade ein bisschen zweifelt an seinem Glauben und der vielleicht zurück will zum Islam. Ich glaube, da kümmere ich mich lieber drum jetzt als hier mit Christian David. Ganz ehrlich, guck mal, das Einzige, was du erreichst, ist, dass wir hier Fitna jetzt Stress haben untereinander, ja. Und die Muslime sich da lustig machen über die Christen, ja. Und wenn du kein Gefühl hast für deine christlichen Geschwister, dann bist du einfach nur ein Moslem. Dann geh zu den Muslimen und fertig.
Ich würde ganz ehrlich, aber Putin, ich würde ihn einfach rauskicken und ihm keine Plattform mehr bieten. Nein, Schwester, das machen wir nicht. Der ist auch unser Bruder und Nein, das ist kein Bruder für mich, aber Putin, nein. aktuell irrt er noch und aktuell Mm-mm. sieht er sein TikTok als Plattform, um irgendwie Anmerkung oder Anerkennung zu Er ist kein bekommen. Bruder. Er ist für mich wirklich Ja. kein Bruder. Bruder, guck mal, der springt uns in den Rücken. Und das ist für mich kein Bruder. Es tut mir wirklich leid. Ich sehe, wie der sich ausbezahlen lässt von Muslimen, die sind hier reingekommen, haben sich lustig gemacht. Oh, Christen streiten sich, die freuen sich jetzt darüber. Und ich finde es Ja, natürlich überhaupt freuen die ganz, sich. ganz schlimm, dass wir das auch erlauben, ehrlich gesagt, dass wir das erlauben. Also ich würde das Ja, wirklich aber unterbinden. ich möchte ein bisschen fair sein und jedem so ein bisschen Ja. jedem die Zeit geben. Und mein unser Herr gibt uns jede Menge Zeit, uns zu Buße zu tun und zu bereuen. Und wieso sollen wir dem Christian David nicht die Gelegenheit geben, uns seinen Fehler einzusehen? Ich finde persönlich, dass der Christian David besonders mir und dem Sheikh, und du Schwester weißt ganz genau, mit was für Gefahren ich und der Sheikh zu tun haben, dass der Sheikh, also der Christian, mir und dem Sheikh so in den Rücken fällt für unsere Aufklärungsarbeit, für das, wo wir hier Aber gerade Bruder, warum stehen. Plattform? Ja? Warum gibst du ihm Plattform? Ich würde es Ja, außerhalb von der Plattform die besprechen. Geschwister sehen das ja. Die Geschwister sehen das ja, die Geschwister sehen das ja, oder die Zuschauer sehen das ja, wer im Recht ist und wer im Unrecht ist. Der Christian hat auf keine einzige Frage geantwortet, weder Ich die glaube vom nicht, Sheikh. Bruder. Ich Ne? glaube nicht. Tut mir leid, Ihr habt aber ich glaube nicht. Moderationsrechte, also Schwester, du hast Moderationsrechte und der Vida und der Sheikh hat Ich kümmere Moderationsrechte mich für jetzt mal deine Geschwister. um den jungen Muslim. Das ist mir jetzt gerade Und ihr wichtiger. könnt Christian David entscheiden. ist für mich echt. Ich möchte aktuell niemanden runterschmeißen. Ihr könnt entscheiden. Ihr könnt entscheiden, Oder meiner Sheikh, Meinung Vida, nach was runter könnt ihr mit ihm. tun? Ich sage ganz ehrlich, meiner Meinung nach runter mit ihm, weil ich will keine Also, Gemeinschaft mit dem Konstanz haben. drück auf die Danke, X, du drück hast auf die die ganze X-Taste. Zeit recht mit dem, was er sagt. Bruder, guck mal, ich will keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Tankatu hat recht mit dem, was sie sagt. Für mich ist er auch kein Ja. Bruder. Er fällt seinen eigenen Geschwistern mit Bibelverse in den Rücken. Während er das tut, ist er stark wie ein Löwe. Und wenn ihn dann wieder Luca korrigiert und zeigt, was für einen Fehler er gemacht hat, dass er nicht mal weiß, dass der Heilige Geist im Alten Testament ist, dann ist er auf einmal kein Löwe mehr. Dann sind die Zähne raus. Dann ist er ein Löwe ohne Zähne. Dann auf einmal ist er ein Kätzchen. Dann heult er rum darüber. Ich bin auch kein perfekter Mensch. Und wie kannst du sagen, den Balken in mein Auge? Ganze Zeit kritisiert er uns. Die ganze Zeit kritisiert er uns. Und dann, wenn wir sagen, ihm einen Bibelvers bringen, der beweist, dass er erstmal seinen eigenen Balken aus dem Auge ziehen soll, dann heult er über den Vers in der Bibel auch noch rum. Anstatt den Vers aus der Bibel Schick, sich zu Herzen zu nehmen. schick, Bruder, hör zu, hör zu. schick. Bruder, hör zu. Die Bibel ist für mich meine Rechtleitung. Er nimmt den Vers aus der Bibel nicht als Rechtleitung, sondern beschwert sich sogar noch über den Vers und tut noch darüber rumheulen. Ja, ich zeige euch nur eure Fehler, keiner ist perfekt. Er ist einfach nur jemand, der wo kommt und Unruhe stiftet. Er redet von Frieden und was weiß ich was. Die ganze Zeit hat er keine einzige Frage beantwortet, seit 12 Minuten keine einzige Frage beantwortet. Die ganze Zeit, während er hier eine Rede haltet, wie er niemals halten würde, gegenüber bei den Muslimen, wo er im Stream ist, wo er die ganze Zeit seine Dinge, 30 Silberstücke bekommt, die würde er niemals dort drüben halten. Für mich, in meinen Augen ist das einfach nur ein Pharisäer. Er ist für mich kein Bruder. Er hält hier die Rede, die er sich niemals trauen würde, dort zu halten. In meinen Augen ist es kein Bruder. Er sollte sich die Verse mal zu Herzen nehmen. Stattdessen Bruder, heult er über die Verse rum. Bruder, ich möchte mich nicht wiederholen, aber jetzt sind mal einige Zuschauer dazugekommen, wir sind knapp bei 100 Ja, Leuten. Bruder, ich Und weiß. Guck mal, Bruder, guck mal, nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. ich möchte nur mal betonen, was ich Bruder, warte mal kritisiere kurz. an Bist du dem gerade eine System. Minute? Bruder, warte mal kurz. Ich habe nur Ja, eine bitte. Minute. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Guck mal, wie ich ihn kennengelernt habe. Das war letztes Mal bei dir, wo ich ganz genau mal mit euch geredet habe, während meine Frau nebenher Fernseher geschaut hat. Hat er sich darüber echauffiert, was bei mir im Fernsehen läuft? Bruder, er ist reingekommen, er kennt mich nicht mal, er weiß nicht mal, wer ich bin. Er hat mich schon angefangen zu kritisieren. Er ist kein Bruder. Guck, unten ist der Pate hier. Ja, leise, ja, Kelb. Nennt er mich Hund. Und warum ist er hier? Wegen Christian ist er hier. Und wen hat er die ganze Zeit beschenkt? Christian hat er beschenkt.
Er soll meiner Meinung nach seine 30 Silberstücke nehmen und gehen, wie ein Pharisäer es tut. Hab wenigstens noch so viel Ehre. Also, noch einmal, es bringt nichts zu streiten. Shalom, Bruder Matt. Gottes Segen dir und deiner Familie. Also, noch einmal. Ich verstehe, ich würde auch lieber die Schwester helfen, der Muslim oder der Ex-Muslim oder wie auch immer, der junge Mensch. Wenn er da ist, ich finde es besser, wenn wir diese Person hochnehmen und mit ihm sprechen. Oder wenn die Schwester mit ihm privat am Sprechen ist. Ich weiß ja nicht. Aber wie gesagt, Christian, ich habe dich gesagt, du bist ein Heuchler und habe gesagt, warum. Du hast gesagt, ich würde Hetze verbreiten und ich habe zu dir gesagt, gehst du diese Muslime, die meine Mutter beleidigen, die tot ist, meine Familie beleidigen, mich diffamieren, Videos über mich machen und sagen ihnen, sie sollen diese Videos wegnehmen, dann kann ich die ernst nehmen, dann kann ich sagen, okay, Christian, Respekt. Okay, wie Israel. Israel war da, jeder hat gestritten. Ich bin zu ihm gegangen und habe öffentlich gesagt, egal wer was sagt, Israel, dieser Russe, der angeblich Christ war und dann wurde Muslim, habe ich ihm gesagt, Respekt. Du warst der Einzige, der Mut gehabt hat, gegen diese ISIS-Leute, die hier solche Videos gezeigt hat, Parole zu bieten. Und ich bin ein korrekter Mensch. Ich habe zu dir gesagt, du bringst die ganze Zeit mir gegenüber Bibelvers. Du wusstest aber nicht einmal, dass der Heilige Geist im Alten Testament ist. Meiner Meinung nach hast du wenig Bibelwissen. Ich bin hier nicht der Bruder Metis Theolog, die Schwester Tankatu hat auch studiert, ich nicht. Aber ich habe trotzdem meine Bibelwissen. Und es ist, was ich sage, in dem Sinn, wenn jemand kommt, der mehr Bibelwissen hat, ich bleibe ruhig. Weißt du, wenn der Bruder Matt zu mir was sagt, ich bleibe ruhig. Also ich tue immer meine Bibel selber schauen. Und wenn ein Bruder, der mehr Wissen hat, zu mir was sagt, dann bleibe ich ruhig. Ich gebe auch recht. Ich bin auch nicht perfekt. Weißt du, ich bin auch schwach in vielen Situationen in meinem Leben. Ich bin nicht hier da, der keinen wird. Aber wenn du hochkommst und dann fängst zu sagen, dass wir Hetze verbreiten, das ist für mich Rufmord, das ist für mich Hetze, das ist für mich Verleumdung in der Öffentlichkeit, was du machst. Bis jetzt konntest du nichts beweisen, nichts zeigen, du hast nur bis jetzt mit den Finger gezeigt. Ich habe dich bis jetzt nicht beleidigt, außer Heuchler, und ich beweise dir, warum ich sage, du bist ein Heuchler, weil du kommst rein, du sagst, beweise, viele Muslime wissen, wer ich bin und wie ich drauf bin, wie wurde das Evangelium nie verkündet, und ich sage, ich verkünde das Evangelium, ich bin da schon lange, tagtäglich, verkünde das Evangelium, verliere Zeit mit mir und mit meinem Sohn und meiner ganzen Familie, um hier Muslime zu helfen. Mach besser. Hey, Shalom, ihr Lieben. Ich bin spät reingekommen und kann eigentlich zu dem Christian David nichts sagen und zu dem Thema. Deshalb, wenn du mich kicken kannst, höre ich weiter zu, und wenn es irgendwas gibt, was ich dazu beitragen kann, mache ich das gerne. Ja, Bruder Matt, dann gebe ich deine Zeit weiter an den Nächsten. Ne? Super, gerne. Jetzt ist Christian. Christian dran. Bitteschön. Sogar nochmal. Also ist die Aufgabe eines Christen, einem wiedergeborenen Christen, andere Menschen zu erniedrigen, andere Menschen zu sagen, wie sie ihr Glauben zu führen haben, also die jetzt keine Christen sind. Es ist unsere Aufgabe. Ich sage nochmal, die Frau am Brunnen, wo zum Beispiel der eine kam, ja, und die Jünger kamen dann zu ihm, haben die Eltern gesündigt oder hat er gesündigt? Ja? Da kam Jesus später, die Eltern, auch er hat gesündigt. Sondern mein Werk soll in ihnen vollbracht werden. Die Wunder. Oder nicht? Nochmal, was steht in der Bibel drinnen? Die frohe Botschaft sollen wir verkünden, oder? Die frohe Botschaft. Und darauf könnt ihr mir überhaupt noch keine Antwort geben. Was heißt denn die frohe Botschaft? Das, was Jesus Christus und die Jünger uns verkündet haben. Was Jesus Christus die Jünger verkündet haben. Das ist die frohe Botschaft. Oder nicht? Epheserbrief, Kapitel...
Ach so, bin ich jetzt wieder dran. Nächste Runde reden, ohne irgendwas zu bewirken. Ich meine, die Showtime aus. Der Christian Ich wurde will noch von kurz was Chef sagen. weg. Ich will noch kurz was Ja, du sagen, kannst ja, schon aber. weiterreden. Wir sind dann unter uns und da redet wahrscheinlich keiner rein. Der Christian geht auf keine einzige Antwort ein und Das bringt nichts, Bruder. Ich sag dir das ehrlich, das bringt nichts, Bruder. Weil, guck mal. Ich will noch kurz sprechen. Es ist so, wenn der Christian David, ja, sich, wenn er sich sagt so, hey, ich will wirklich Christ sein, dann nehmen wir den auch gerne wieder auf. Ja, wir sind für den da, aber wir lassen nicht jemanden zu, der weichgespült den Islam weichspülen möchte. Die Geschwister müssen hier wirklich um ihr Leben bangen. Die Geschwister auf der ganzen Welt bangen um ihr Leben und er spült den Islam weich. Das kann man wirklich nicht zulassen. Wirklich nicht, wirklich nicht. Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, ich gebe ihm recht, dass man niemanden eher verletzen sollte. Die Muslime sollten uns auch nicht eher verletzen, ja. Aber das werden sie tun, damit müssen wir leben. Wir sollten das auch nicht tun. Aber dass er das hier so weich spült und so zuckersüß hintut, ja, als ob das irgendwie, ist es eure Aufgabe, den Glauben von anderen irgendwie zu kritisieren oder irgendwie denen zu sagen, was sie falsch. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wir gehen mit dem Evangelium. Und Jesus hat selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist ein Absolutheitsanspruch, was er gesagt hat. Und damit sagt er, alles andere ist falsch. Ja? Alles andere ist falsch und er ist richtig. Und diesen Absolutheitsanspruch haben wir. Und so gehen wir auch raus und wir gehen auch keinen Zentimeter zurück, lieber Christian David. Du wirst nicht Aber bedroht. wer soll Du gehen und seine wirst Rede mal so, wie beschenkt. er sie hier hält, bei den Muslimen halten? Aber Putin, guck mal, ich war jetzt am Anfang wirklich nicht dagegen, gegen diesen Christian, sondern wollte versuchen auch, dass wir alle hier wirklich friedlich sind. Und aber irgendwie scheint mir wirklich der Christian so Junico, ein Schizophren Junico, zu sein. Junico, Weil ich kenne den, wir kennen den, oder du bist jetzt noch frisch bei uns oder überhaupt in dem Thema, in den ja, ich Streams. weiß, Wir aber kennen den ganz kurz, Christian aber schon der ist länger. schizophren. Wir Er kennen ist den Christian schizophren. schon länger und ich bin heute Gastgeber. Ich habe heute mehr Geduld. Ich habe heute mehr Geduld, wenn ich irgendwo als Gast bin und ich versuche fair zu bleiben. Ich Der weiß, nein, aber Christian, gut, ich habe Vorbescheid. ist auf keine einzige Frage eingegangen von den Das Geschwistern. Einzige, was Also, ich habe eine warte Frage schnell von bitte, Junuko. Locker, ganz kurz. Lass mich bitte schnell was sagen, bitte. Lass mich Ja, bitte was sagen. bitte schön wieder. Also bitte, ohne zu unterbrechen. Schau mal, ich habe mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Er hat gesagt, ich würde hetzen. Er hat gesagt, ich würde nicht das Evangelium verkünden. Er hat gesagt, Muslime hier wissen, wer ich bin und wie ich drauf bin. Es hat mehrere Muslime, die privat kennen. Sie kommen hier und was machen sie? Sie schreiben, ich bin ein Löwe. Sie schreiben, sie schicken mir diese Dinge. Sie kennen mich privat. Sie wissen, wie ich war. Okay? Und die Muslime, die mich privat kennen, sie wissen, wie ich war. Und sie wissen, wenn man zu mir kommt, haben sie kein leichtes Spiel. Ich bin nicht da der Stärkste oder was auch immer, aber ich habe mein Leben verändert. Und dann hat er jetzt erzählt, ich würde Menschen erniedrigen und ich würde nicht die Botschaft verkünden. Also ich bin da über 2 Jahre, so 2 Jahre bin ich hier auf TikTok. Und ich verbreite immer das Evangelium. Die Menschen schreiben mir, fragen. Und ich bin nicht einmal ein studierter Theologe. Ab und zu also frage mich überhaupt, was mache ich da, weil ich habe nicht einmal studiert. Und so viele Leute fragen mich Sachen. Und ich gehe trotzdem immer in meine Bibel und probiere die Leute richtig zu antworten. Es gibt dann Leute hier, die ihre Lehre verbreiten, meiner Meinung nach, wegen Hebräer 6. Und ich werde beleidigt von Muslimen, diffamiert. Von Christen selber werde ich beleidigt, diffamiert. Aber es heißt, ich würde erniedrigen, ich würde das Evangelium nicht predigen, ich wäre weiß nicht was und ich würde Hetzen verbreiten. Und, weißt du, so viele Sachen. Und ich sage, beweis es. Kein Beweis. Nichts konnte bringen, nichts konnte beweisen, wirklich, dass er sagt, hey, schau mal, wieder locker, du hast der und der Person erniedrigt, indem du so und so gemacht hast oder so und so gesagt hast. Aber ich werde hier erniedrigt. Ich werde hier erniedrigt.
Man macht Videos gegen mich. Man diffamiert mich, meine Familie, mein Kind, meine tote Mutter schon. Man droht mich mit Privatnachricht und alles Mögliche. Dieser Joker hat sogar ein Fake-Video gemacht, als wäre ich zu Islam konvertiert, und dadurch sind viele Menschen verwirrt worden. Menschen haben mir geschrieben, du verlässt Islam, und ich musste immer sagen, per 100 Mal, ich habe den Islam nicht angenommen. Dieser Mensch hat mich so gut nachgemacht, dass die Leute, der Typ zugehört hat und geschrieben, der Typ geschrieben hat, wieder Loke, verlasse Islam, und ich war das und zuhören, habe diese Dame sogar geschrieben, das bin nicht ich. Und dann ist sie sofort rausgegangen und ich habe gesagt, geht nicht dahin. Aber ich muss mich hier mit solcher Diffamierung tagtäglich umgehen, okay? Und ich frage mich, was wollen diese Menschen erreichen, indem sie so Sachen über mich erzählen? Ja. Also, ich würde Menschen erniedrigen, ich würde Hetze verbreiten. Wo verbreite ich Hetze? Muslime selber lieben mich und kommen immer wieder zu mir. Ey, ehrlich, also. Danke, dass ich reden durfte. Nein, ganz kurz, Shake, sorry, Bro. Ganz kurz. Ich rede gar nicht, ich sag nur, wie die Dämonen. Ich weiß, wieder locker, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe jetzt echt versucht, auch über normal mit Christian zu reden, weißt du, weil ich gedacht habe, in diese vorherige... Ja, aber Unico, bitte, komm, lass mir das Thema jetzt. Ich hab jetzt echt viel Geduld gehabt, eigentlich habe ich nicht so viel Geduld. Nein, der Christian, alles gut. Der Christian ist jetzt raus. Ich habe selber gemerkt. Es ist besser... Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Es bedarf kein weitere Kommentare über ihn. Wir kennen ihn schon länger, viel länger wie du. Die ganze Chat kennt ihn länger wie du. Und jetzt fangen wir mal an. Jason, bitteschön, bleib anständig. Jason? Servus, schönen Abend. Servus. Schönen Abend. Shalom schon. Ich wollte euch nur sagen, hört auf, euch zu streiten. Ihr streitet euch unter Christen. Ihr macht einen schlechten Eindruck auf die Muslime draußen. Jason, du machst Fitna hier drin. Ich mach kein Fitna. Ich sag dir, was Sache ist, und du sagst, ich mach Fitna. Wir streiten nicht mehr. Die Leute gucken, hören zu, die lachen. Streiten nicht was anderes. Schreib nicht was anderes, und du willst hier hochkommen und weiter Benzin ins Feuer zu werfen. Und ich danke, dass du da warst, Schreier. Ich kenne dich schon länger. Genau so. Nein, ich sag nur. Genau so, keine Fashion. Toleranz. Fashion, bitteschön, Bruder. Servus, Assalamu alaikum, Servus. Gottes Segen, Shalom. Wa alaikum. Wa alaikum. Sehr gut, sehr gut. Shalom, Fassion. Shalom. Salam alaikum. Ich hab nur gerade Nachricht bekommen, ihr redet so schlecht über mich und so weiter. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Du bist überhaupt gar nicht das Thema gewesen, Fassion. Ich war das Thema gewesen. Ich weiß gar nicht. Hat mir irgendeiner erzählt, ich weiß nicht, ob der lügt. Ich weiß nicht, ob der lügt. Mir hat es nur einer geschrieben. Nein. Wer hat es geschrieben? Ja? Wer hat es geschrieben? Spielt keine Rolle, Bruder, dann sperrt ihr den ja, das ist ja nicht korrekt. Ah, die nächste. Also dann beerdige ihn und sag, hey, du Lügner, hier war der Fashion überhaupt gar nicht das Thema. Okay. Aber auch wenn, Bruder, würde ich dir das doch sagen, oder? Hier sind 75 Zuschauer, ich glaube nicht, dass ich jetzt vor irgendeinem Fashion hier lügen müsste. Weiß ich nicht, warte mal, er schreibt mir, er schreibt mir in den Kommentaren, ach, unnötig, sorry Jungs, dann tut's mir leid. Ich wünsche euch trotzdem noch einen angenehmen Abend. Kannst gerne bei uns bleiben. Ja. Wir haben nichts gegen Muslime. Bist du Muslim oder Christ? Alhamdulillah. Wir haben nichts gegen Muslime. Ich hatte schon ein zweimal das Vergnügen mit ihm. Er leugnet seine ganze Geschichte. Welche Geschichte leugnest du denn? Die komplette islamische Geschichte. Egal, was ich gebracht habe, alles geleugnet. Ja, Bruder, du machst Comic aus unserem Buch. Ja, Comic, alles klar. Deine Bücher sind Comic. Danke dafür, dass du das zugibst. Habe ich gar nicht gesagt gerade. Aber danke schön, dass du lügst. Ich lüge alles klar. Der Sheikh, du bist ein Bruder von mir, und ich kenne ihn schon länger, der redet nur mit Quellen. Und wenn du jetzt sagst,
Er macht Comic oder Comedy mit deinem, weißt du, was du gerade gesagt hast, mit deinem Propheten. Ja, er dreht ja so kleine Filmchen, er kümmert sich sogar selbst um die Übersetzung. Genau. Deswegen, er lehnt ja, er lehnt ja, er lehnt ja. Ich finde es halt immer spannend. Ich bin ja auch, so wie der Sheikh, auch Ex-Muslim. Und ich finde das immer lustig. Früher war ich so wie du. Wenn einer was gesagt hat, dann bin ich gleich in die Luft gegangen. Stimmt nicht. Und so wollte ihn gleich schlagen und wollte gleich wieder. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich bin doch gerade friedlich gerade. Aber man geht halt schnell in die Luft. Aber ich muss dich leider da enttäuschen. Die Schriften. Oder wollt ihr wie Ex-Muslim Army reden? Ja, als ich damals meine Frau geschlagen habe, da war ich schon Muslim gewesen. Oh, überhaupt gar nicht. Hat er doch selber zugegeben. Ja, uns stimmt Nein, doch. Aber Fashion, du hast doch gerade den Sheikh beschuldigt, dass er den Comedy macht. Lassen wir das jetzt. Sprechen wir über Quellen oder so. Sprechen wir über die richtige, bitte. Lassen wir das jetzt. Es stimmt auf jeden Fall, was er sagt. Ich mache die Videos, ich übersetze die Videos, stimmt. Ich gebe mir sehr viel Mühe, um die Leute aufzuklären. Das stimmt auch allerdings. Aber für mich ist das so, wenn du sagst Comic, und ich rede wirklich immer nur mit Quellen. Wenn du sagst Comic, dann ist das für mich so, als würdest du sagen, du gibst zu, dass deine Quellen Comics sind, weil ich arbeite nur mit Quellen. Abu Fashion, Habibi, eine kurze Frage. Also, wie, das sind so viele Fragen auf einmal. Ich muss eine Frage beantworten. Ich habe dich nicht gefragt, ihr Lieben. Habibi, ich würde gerne Frage. Was sagen. Ja. Also, ich finde es absolut berechtigt, dass man auch als, ich bin ja kein Ex-Muslim und ich bin kein Arabischsprechender, ich habe mir trotzdem angewöhnt, selbst bei Hadithen, die Texte aus dem Arabischen selber nochmal zu übersetzen, weil ich oft genug mitbekommen habe, dass bei den Texten entweder abgefälscht wird, teilweise sogar direkt bei den Übersetzungen gelogen wird, um gewisse Wahrheiten im Islam zu verbergen. Also das ist berechtigt, dass man in die Übersetzungen reingeht und nachschaut, ob die wirklich stimmen, weil da wird wirklich viel Blödsinn gemacht auf der islamischen Seite, dort wird viel verfälscht. Da werden Bedeutungen abgeändert und teilweise wird auch gelogen bei den Übersetzungen. Dankeschön. Bruder Feschen, darf ich noch was sagen? Ja, gerne. Ich habe hier drei Korane, drei verschiedene Übersetzungen, ja, in drei verschiedenen Sprachen. Wenn du nicht möchtest, mache ich auch Kamera an. Vorgestern. Glaub dir, warum sollst du mich anlügen? Ich glaube dir. Und alle drei Übersetzungen deuten was anderes. Da kann ich auch nicht sagen. Zum Beispiel die Sure, wo Mutaifik, wo Jesus gestorben ist, er wurde gereinigt. Auf der deutschen Übersetzung sagt nur, er wurde emporgehoben. Und dann haben wir mit Araber gesprochen und auf dem Arabischen bedeutet das, ich werde dich sterben lassen und dich reinigen und zu mir emporheben. Und auf der deutschen Übersetzung heißt es nur, ich werde dich emporheben. Verstehst du mich? Ja, und das sind halt die Sachen, wo ich dich nicht angreifen möchte, keineswegens. Wir können normal miteinander sprechen und ich kann dir die Kamera aufmachen, ich kann dir die drei Korane zeigen, ich kann dir die drei Übersetzungen zeigen. Mhm. Im Serbischen heißt es ganz klar, ich werde deine Seele nehmen, in Bedeutung, ich werde dich sterben lassen. Auch der deutschen Salafisten von der Lisa-Aktion habe ich auch einen Koran da, da steht nur lediglich, ich werde dich emporheben. Verstehst du mich? Und im Arabischen haben wir jetzt schon von mehreren Arabern mitbekommen, das heißt Mutaifik, das heißt, ich werde dich sterben lassen. Aber ganz kurz. Okay, warte schnell, Fassio, bitte. Ganz kurz, warte, ich darf mal darauf eingehen, auf eine Sache, bevor immer wieder. Bitte schön. Das deutsche Vokabular besitzt ja nur 75.000 Vokabeln und das Arabische 12 Millionen, also da muss man schon unterscheiden können, ja? Okay, also schau mal, ich möchte... Ganz kurz wieder. Es werden aber keine 12 Millionen Wörter im Koran benutzt, ne? Aber es gibt 12 Millionen Vokabeln, das muss man ja, einfach... Ja, es wird sagen. Aber keine, es werden, der Koran benutzt aber keine 12 Millionen Wörter. Ja. Das ist totaler Quatsch. Das ist so ein... Ja, wie viel wird da Granate, die ganzen Strohmann. Ja, aber Fashion, Moment kurz. Okay, bitte, lass mich bitte eine Sache sagen, bitte. Aber ganz kurz wieder. Aber emporheben und sterben lassen ist doch ganz klar differenzierbar, Fashion. Ja. Da gibt es doch keine Vokabel.
zwischen ich werde dich sterben lassen und ich werde dich verschwinden lassen. Ja, also, schau mal. Ist okay, schau mal, ich will sagen, weißt du, wir haben lange für nichts hier geredet. Fasion, meine Frage an dich, was hindert dich daran, Jesus Christus anzunehmen? Weil Gott oder Allah in dem Sinne bei uns, ja, hat die letzte frohe Botschaft an unseren Propheten herabgesandt, ja. Ist sie nicht so fröhlich? Die ist so, die ist ein bisschen fröhlich, doch. Bitte lass ihn ansprechen. Also schau mal, Fasion, darf ich die Frage, glaubst du an die Bibel? Als gläubiger Moslem, ja, muss ich an die Injil glauben und an die Tora. Okay, also du glaubst an die Injil und an die Tora. Mhm. Okay, Frage jetzt, warum widerspricht sie dann Allah im Koran? Wie bitte? Warum widerspricht sich Allah im Koran? Wo widerspricht das? Gib mir ein Beispiel. Also Beispiel, Jesus ist laut Injil gekreuzigt, gestorben und 3 Tage wieder auferstanden. Mhm. Wir sagen ja, dass die Bücher gefälscht worden sind, zumindest. Aber du hast, nein, falsch. Also gerade ich habe dich gefragt, glaubst du an Injil? Du hast gesagt ja. Das ist wieder Widerspruch. Aber warum widersprichst du dich? Aber er glaubt so an Injil, dass alles, was ihm bestätigt, das nimmt er als Beweis für sich raus. Und alles, was ihm nicht gefällt, alles, was dem Koran entgegengesetzt ist, das ist komischerweise gefälscht. Aber alles, was seine Aussage unterstützt, das ist alles original geblieben. Mhm. Okay, aber das ist nicht meine Frage, Fasion. Meine Frage war... Ich möchte nicht das Christentum angreifen, du stellst mir nur Fragen über den Islam. Ja, alles gut, aber schau mal, verstehe mich. Ich habe dich als allererste gefragt, glaubst du an die Bibel? Du hast gesagt, ja, und das stimmt. Der Allah sagt, du musst an die Bibel glauben. Ja. Und das im 7. Jahrhundert war der Konzil schon da, war das alles schon da. Und Allah sagt zu dir, du musst daran glauben. Und dann frage ich dich, ja, warum widerspricht sie dann dein Gott? Und dann sagst du, was? Die Bibel wäre gefälscht. Und das ist ein Widerspruch. Und ich möchte, dass... Es gibt bestimmte Bibelkapitel, die gefälscht worden sind von bestimmten... Nein. Also, noch einmal. Lass mich doch ausreden. Du hast mir doch eine Frage gestellt. Ja. Okay, bitteschön. Wenn ich jetzt so weit gehen könnte, könnte ich dich auch nach dem alten Bund und dem neuen Bund fragen, ja? Weil wir sagen ja, wir glauben ja an die Trinität im Christentum und Gott ist ja Vater, Sohn, Heiliger Geist, ja? In dem Sinne, ja. Und dann sollte man ja sagen, okay, wenn Gott doch das Alte Testament herabgesandt hat, ja, warum verändert er so viele Sachen im Neuen Testament? Das heißt, du gibst ja zu, dass Gott fehlerhaft ist. Nein, also die Trinität ist im Alten Testament, ist gar nichts verändert. Also ich weiß nicht, worüber du sprichst. Also ich weiß nicht, das auch so wie wieder Luca, da ist nichts verändert. Wie das nur, dass wenn Offenbarung über Zeit kommt, ja, also eine in sich sich ausbreitende Offenbarung, heißt ja keine Veränderung. Natürlich. Das heißt, wieso? Weil du hast ja dann darf es keinen Koran geben. Da muss ja die Offenbarung Gottes an Adam schon 100% gewesen sein. Und dementsprechend brauchen wir keinen Mohammed, keinen Koran, kein gar nichts. Genau. Nein. Okay. Die Bibel wurde ja sozusagen reformiert, ja? Das Neue Testament ist ja... Reformiert? Kommt ja so... Bitte nicht lügen, hör zu. Schau mal, es ist, was ich sage. Schau mal, mit allem Respekt zu dir, mein lieber Muslim. Ja. Ich habe dich gefragt, weißt du, ich habe extra gemacht. Ich habe gesagt, glaub schon die Bibel. Du hast gesagt, ja. Aber lass mich bitte schnell aussprechen. Ja. Ich habe gesagt, glaub schon die Bibel. Du hast gesagt, ja. Dann frage ich dich, warum hat sich Allah sie widersprochen? Und dann sagst du, ja, die Bibel ist gefälscht. Das ist schon wieder ein Widerspruch. Mhm. Und dann kommst du mit der Aussage, dass die Bibel verändert wurde. Ja. Entweder sagt dein Allah, glaubt an die Bibel und du sagst, ich glaube und du glaubst es wirklich? Also wenn das nicht gefälscht worden ist, dann dürften wir ja gar nicht an den Koran glauben. Ja? Eben, bravo, so, genau das ist es. Aber da wir Danke. Wissen, aber da wir wissen, dass es Menschenhand geschrieben ist am Ende. Wo Wer hat es denn geschrieben? Wer hat den Koran geschrieben? Menschen, oder? 300 Jahre nach Mohammeds Tod, ne? Warte schon. Wer hat den Koran geschrieben, Fasion? Sag ich ja, ein Mensch, der weder lesen konnte,
Noch schneller. Nein. Wer hat die Koran-Manuskripte geschrieben? Die Worte kamen nicht Mohammed. Die Worte kamen alle gar vom Propheten Mohammed. Nein. Das sagst du. Wir sagen auch, die Wörter sind von Jesus gekommen. Wir sagen das auch. Wir sagen auch, dass die Wörter von Allah, von den Propheten gekommen sind. Die Wörter kamen zu seiner Lebzeit. Jesus hat dann nicht mehr gelebt. Aber merkst du nicht, wie du dich selbst widersprichst? Aber Jesus hat dann nicht mehr gelebt und die Bibel wurde erst 99 Jahre, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Die Wörter im Koran sind von Allah fashion, okay, nicht von Mohammed. Verbessert mich bitte. Ja. 99 Jahre später wurden die und dann erst 350 nach Christus im Byzantinischen Reich durch Alexander den Großen wurde erst das Christentum, also es viel passiert. Nein, hör auf. Also, wer hat den Koran geschrieben? Da darf ich mal ganz kurz. Ja, sicher, Bruder. Okay, ganz kurz, nur mein muslimischer Freund. Die Manuskripte sind aus dem 1. Jahrhundert. Ja. Alle Manuskripte waren fertig im 1. Jahrhundert. Die meisten Manuskripte waren fertig vor der Zerstörung Jerusalems. Mhm. Die Komposition war später. Das heißt, wir haben alles hier Schriften in der direkten Reichweite. Du hast ebenfalls kein komplettes Manuskript des Korans aus dem 1. Jahrhundert. Das Koran schon, nicht der Hadith, aber das Koran schon. Nein. Das stimmt nicht. Nein, wir haben nicht mal ein Koran-Manuskript. Diskussion. Du müsstest mir einen vollständigen Koran zeigen, in Manuskriptform, mit allen Sura und Aja aus dem 1. Jahrhundert. Zeig mir den bitte. Das kannst du in der Türkei sehen, da ist ein ganz alter. Nicht. Im Museum? Kannst du nein, sehen? Stimmt nicht. Das hat nicht mal 40 Suren, was erzählst du, Mann? Ja, Mann, ey, weißt du, was du redest hier mit Leuten, die sich auskennen? Nicht philosophieren, Sheikh, ja? Du philosophierst doch gerade. Es gibt keinen vollständigen Koran aus dem 1. Jahrhundert des Islams. Okay. Sogar die Prophetenbiografie ist älter als der Koran. Die Siratul Rasulullah, was von Ibn Ishaq, nicht mal von Ibn Ishaq, nicht mal das habt ihr. Er hat es weitergegeben an Ibn Hisham. Das ist sogar älter als der Koran, älter als die Hadithe. Das Älteste, was ihr habt, ist von Ibn Hisham. Siratul Rasulullah, älter als die Hadithe, älter als der Koran. Erzähl kein Quatsch hier. So, und jeder hier, der drin ist, ne, kann das selber nachprüfen. Wenn ihr googelt, es gibt kein komplettes Manuskript aus dem 1. Jahrhundert mit allen Sura und Aja. Ist einfach nicht vorhanden. Also, okay. Und deshalb kann man hier nicht mit Stein werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Nein, man sollte das nicht machen, ja. Ihr habt mich ja zum Christentum, zum Islam gefragt, zum Christentum. Habe ich noch eure Frage beantwortet, weil ich wollte eigentlich mich gar nicht so reinsteigern. Aber eben hat Dr. Sheikh gesagt, es gibt so schöne Zeilen im Koran, die nicht sehr schön sich anhören. Dr. Sheikh, welche Verse meinst du denn genau? Nicht Thema wechseln, bitte. Wir bleiben bei Thema. Das habe ich nicht gesagt. Eben, warte mal bitte. Ich möchte nicht, dass du Thema wechselst. Weil es ist immer das Gleiche. Wenn ihr nicht weiterkommt, dann tun die sofort Thema wechseln und fangen zu streiten. Also, warte schnell. Du hast behauptet, ich habe dich gefragt, ich tue mich wiederholen. Mhm. Ich habe gefragt, glaubst du in die Bibel? Du hast gesagt, ja. Ich habe gefragt, warum widerspricht sich Allah? Dann hast du gesagt, ja, die Bibel ist gefälscht. Lass mich bitte aussprechen, Fassion, bitte. Dann hast du gesagt, die Bibel... Das tut mich nicht mehr. Dann hast du gesagt, die Bibel ist... Also, lass mich bitte aussprechen. Dann hast du gesagt, die Bibel wäre verfälscht. Ich habe gesagt, das ist schon mal der erste Widerspruch. Und dann sind weitergekommen, dass du angefangen hast, einfach so von Hörensagen. Und von Hörensagen lernt man zu lügen. Das eben, die Manuskripte so und das und dort. Obwohl du selbst islamisch, also du hast nicht einmal ein Manuskript von 1. Jahrhundert. Ja. Also, wirklich nichts hast du. Kannst du mir alle biblischen Manuskripte erzählen? Wann und deine und dein Koran. Digga Locker, lass mal dem ganz kurz die Daten geben von seinen ältesten Schriften. Guck mal, ich hab's dir vorhin schon mal gesagt, anscheinend ist es links rein und rechts rausgegangen. Deine Suratul Rasulallah ist das älteste, was es gibt von Ibn Ishaq. Das ist im Jahre 765 entstanden. Das, was ihr danach schriftlich habt, ist von Ibn Hisham. Das, was von Ibn Ishaq weitergegeben wurde im Jahre 833. Al-Bukhari kommt danach mit Jahre 870 und danach kommt Al-Tabari. 903 im Jahre 900. Das sind Hadithe.
Ey, kommt es bei dir überhaupt an, was ich dir gerade versuche zu sagen? Hör doch mal zu, dann verstehst du mal, was ich sage. Sei doch mal kurz leise und hör zu. Was du hast, ist, dass sei doch mal kurz leise und hör zu, dann weißt du, was ich dir auch überhaupt sagen will. Okay. Das Älteste, was du hast, ist von Ibn Ishaq 765, nicht in schriftlicher Form, mündlicher Form weitergegeben an Ibn Ishaq 833. Was danach kommt, ist Al-Bukhari 870 und das, was danach kommt, ist Al-Tabari in schriftlicher Form. Wir reden hier von schriftlichen Sachen. Im Jahre 923 und der Koran kam nach 923. Echt interessant, wo hast du deine Quellen her? Das sind deine Quellen. Von wo hast du die aber? Oh, ey, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Er leugnet seine Quellen. Muslimen selber und eure Gelehrten selber geben zu. Ja. Eure Gelehrten selber geben zu. Der Gelehrte. Ja, schau selber. Ja, wie? Du sagst alles. Ja, er hat alles geleugnet und gleichzeitig tut er unsere wohlerhaltenen Schriften kritisieren. Jesus ist 33 gestorben. Wann ist Paul seine Briefe gekommen? 48 bis 64. Matthäus, Markus, Lukas 50 bis 66. Die Acts sind 52 bis 62. Gospel of John 92 niedergeschrieben worden. Und dann sagt ihr über die Bibel, dass sie so spät niedergeschrieben worden ist und euer Koran ist 300 Jahre später fast geschrieben worden. Und in der Überlieferungskette sind Leute wie Asim und der andere, sein Name liegt mir auf der Zunge, Asim und Hafs, genau, die wo von den muslimischen Quellen selbst als Lügner und Betrüger überführt worden sind. Deswegen wird auch kein einziger Hadith von diesen beiden, sobald diese zwei Leute in irgendeiner Überlieferungskette drin sind, wird der Hadith sofort machruf, sofort nicht anerkannt, weil zwei Lügner und Betrüger laut den islamischen Quellen drin sind. Aber rate mal, wer in diesen, wo diese zwei Leute noch in der Überlieferungskette drin sind, in deinem Koran. Die Muslime sind schon so ein fröhliches Völkchen, oder? Oh, ganz die Religion ist schon wahnsinnig cool, oder? Ganz lustiges Völkchen. Du warst doch einer mal von uns, oder nicht? Na, war ich mal. Leider. Leider? Leider. Bis ich mal irgendwann aufgehört habe, auf meine Imame und Schiuchs zu hören und irgendwann gemerkt habe, dass ich nur belogen worden bin. Weil du dich radikalisiert hast, deswegen. Ach, ich bin radikal. Halleluja, weil ich die Schriften gelesen habe. Halleluja. Du wolltest in den Dschihad ziehen. Was für ein... Sagt auch die Schrift, die islamische. Bleiben, ihr Lieben, weil der Islam braucht nicht mehr als gute Argumente, dann zerfällt er sowieso. Schau mal, hier ist dein Problem, mein lieber muslimischer Freund. Guck mal, dein Koran sagt an mehreren Stellen, dass er das Injil von Allah offenbart hat. Okay? Das ist der Anspruch des Korans. Das Injil kommt von Allah. Es gibt nicht eine Aja im gesamten Koran, die sagt, das Injil wurde verändert. Nicht eine einzige. Okay. Darf ich jetzt mal meine Fragen stellen oder ist das mir verboten? Ganz kurz. Du musst ja mal darauf reagieren. Ja? Ja. Also ich habe dir ja gerade was gesagt. Ich habe dir gesagt, okay, erster Fakt ist, der Koran sagt an mehreren Stellen, und ich kann jetzt rausruhen, wenn du willst, ich habe die alle hier auf meinem Rechner. An vielen Stellen sagt der Koran, hier Injil offenbart von Allah. Er sagt sogar, in diesem Injil finden wir Mohammed und wir als die Nachfolger dieses Injils sollen uns danach richten. Es ist sogar so, dass der Koran sagt, er beschuldigt uns sogar, dass wir es nicht getan haben. Also ist sehr klar, da gibt es ein Injil, das Evangelium, nach dem wir uns richten sollen, wo wir sogar beschuldigt werden, dass wir es nicht tun, in dem wir Mohammed finden sollen. Und das von Allah kommen soll. Und es gibt nicht eine Aja im gesamten Koran, die sagt, dieses Injil wurde verfälscht. Wir haben dieses Injil. Dieses Injil aber widerspricht dem Koran. Wie löst du dieses Problem? Ganz einfach. Lass dich von Allah recht leiten. Ja? Und dann wirst du deine Antwort finden im Koran. Okay, du hast also keine Antwort. Das ist okay. Finde ich in Ordnung. Du solltest jetzt in dich gehen. Das war die beste Antwort, die ich dir geben konnte. Nein, die Antwort ist, du hast keine. Das war keine. Die beste Antwort, die ich dir als Moslem geben kann. Nein, du hast keine Antwort. Das ist doch ein Offenbarungseid gerade von dir. Nein, lass dich von Allah recht leiten. Hol den Koran raus, lest dir mit den Tafsiren durch. Ich habe den gesamten Koran zweimal auswendig gelernt. Ja.
Ich habe den gesamten Koran zweimal durchgelesen. Du warst auch Ex-Muslim. Ich habe gerade echte Fakten genannt, die du nicht, du kannst Metz, die nicht Metz, widersprechen. Du warst auch bestimmt Ex-Muslim, oder? Nein, ich war nie Ex-Muslim. Ich habe okay, weil die wachsen komischerweise wie auf Bäumen. Aber mal was anderes. Jetzt nein, ja, noch mal ganz kurz. Das liegt. Du hast doch mal, woran das liegt, gegeben, dass du meine Fakten hier nicht beantworten kannst, ne? Ich habe ihn doch gerade beantwortet. Nein, du hast eine Nicht-Antwort gegeben. Du hast gesagt, Allah weiß es am besten oder so ähnlich. Nein, ich habe gesagt, Allah soll dich recht leiten, nimm den Koran in die Hand. Nein, es geht ja gar nicht um mich. Ich bin schon lange recht geleitet von dem einzig wahren Gott, den es gibt. Okay. Du hast das ist dein Glaube, dann ist es dein Glaube. Ja, das ist ja in Ordnung, aber hast du... Okay, wenn du aber im Moment dein Glaube, es ist auch dein Glaube, wenn du gerade ein Problem hast... Nein, warte mal, wenn du jetzt... Wahrgenommen, dass du ein Problem hast... Matt, wenn du ein gläubiger Christ bist, ja? Ja. Und du glaubst und du sagst, dein Herr ist Gott, ja? Jesus ist Gott für dich, ja? So, dann frage ich dich eine Frage. Wenn er doch Nächstenliebe propagiert hat, wo ist deine Nächstenliebe, wenn du hier in einen Stream um 23 Uhr nachts reinkommst und über andere Religionen herhetzt? Okay, wenn du denkst, dass eine klare sachliche Kritik Hetze ist, dann ist das deine Auffassung. Das heißt, du hast hier eine Meinung und ich habe eher das Gefühl, dass jetzt du greifst auf meine, jetzt greifst du auf die Demokratie. Nein, ich spiegel dir einfach mal. Als religiöser Ruhe zugehört. Habe ich dir gerade zugehört, ja, ne? Ich habe dir zugehört. Also hör mir auch kurz zu. Ich spiegel dir jetzt, was ich empfinde. Ich empfinde, dass du nicht innerlich bereit bist, dem Problem zu stellen, das ich dir gerade gegeben habe, sondern versuchst davon wegzurennen. Du versuchst wegzurennen von dem Problem, dass dein Koran das Injil bestätigt, nie sagt, dass es verändert wurde, aber dieses Injil den Koran widerspricht. Und du versuchst davon wegzudrängen, weil das würde deinen Glauben zerstören, wenn das wahr wäre. Nö, aber du hast bisschen. Keine Antwort dagegen, sondern du hast eine Wischiwaschi-Antwort gegeben. Allah müsste mich leiten, obwohl es dein Problem ist, nicht mein Problem. Diese Antworten von dir nennt man Intoleranz. Wenn ich dir eine Antwort gegeben habe von mir und du meine Meinung nicht akzeptierst, ja, nennt man sowas Intoleranz. Und ich glaube, jetzt heute bei deiner Wortwahl gerade. Mhm. Okay, ich glaube, du missverstehst, was Toleranz ist. Toleranz bedeutet, wenn ich eine eigene Position habe und ich toleriere, dass du zum Beispiel ein Moslem bist und eine andere Meinung hast. Das ist Toleranz. In einer Debatte darf ich sehr wohl deine Position angreifen, wenn ich dort etwas sehe, das nicht Konsistenz ist in der Denkweise, greife ich das an. Ja, das machen Muslime mit uns ständig und ich gehe jetzt genau in diesen Schwachpunkt rein. Ich bin nur mit diesem Gedanken hier. Ich bin nur mit diesem Gedanken hier reingekommen. Mir haben nur Leute erzählt, dass über mich geredet wird. Ich bin reingekommen, ja, um das zu klären. Du bist nicht so interessant, dass die Leute hier über dich reden. Danach, kann ja sein, dass gerade nicht meine Eltern. Du hast gerade gesagt, Allah soll dich selbst recht leiten. Schau mal, okay, was hier über die Sure 488 steht. Du hast wieder gelogen, weil hier steht, warum sollten sie in Bezug auf Heuchler beide Seiten vertreten? Allah, Gott, hat sie aufgrund dessen, was sie verdient haben, verworfen. Möchten sie jemanden recht leiten, den Allah, Gott, in die Irre geführt hat? Jeder, den Allah, Gott, in die Irre gehen lässt, der wird niemals einen Weg zurück zu ihm finden. Richtig. Also, du hast dort bereits gelogen, Allah kann niemanden recht leiten, weil Allah lässt in die Irre gehen. Mach mal Sure 2, Vers 62 okay, auf. Fashion, lass uns mal. Wenn du jetzt sagst, Sure 2, Vers 66, das ist dein Problem, du, dann frag dich mal, warum dein Koran sich widerspricht. Dann mach mich mal bitte groß, dann mach ich selber, Fashion. Wenn das nicht macht. Ja, gut, dann frag dich mal, warum dein Koran sich widerspricht. Ich zeig das euch war jetzt gerade ein Boom-Moment. Ja, ein Boom-Moment in dein. Kommt jetzt für dich, warte. Aber Fashion, das war jetzt echt der Ding. Ausreden lassen. Und lasst euch ausreden, Leute, bitte. So, wenn ihr ja sagt, also ich als Moslem weiß, dass ich im Christentum in die Hölle komme. Egal was ich mache, wenn ich nicht glaube, dass Jesus Gott ist, ja, komme ich in die Hölle. Aber der doch nicht so friedliche Islam, den Dr. Sheikh immer hier praktiziert, sagt in Sure 2, Vers 62, gewiss diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und ich die muss Christen dran, und die CB, lass mich ausreden, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Das heißt, wir geben in dieser Sure... Ja, okay,
wir haben es verstanden. Wir können zuhören, wir verstehen auch nicht. Ganz kurz, danke, Leute. Lass mich darauf antworten, weil ich habe Ihnen ja die Suche 488 gesagt. Eine Sekunde bitte. Matt, du bist der Nächste, der Schick antwortet und dann kannst du gegen nochmal eine Antwort. Fashion genau. Ist es okay, wenn du zwei Antworten kriegst? Natürlich. Er kann auf zwei bekommen, ist kein Problem. Guck mal, die Sachen. Schick antwortet und der Matt kann dann antworten. Alles klar. Auch guck mal, ich hab danach noch eine Suche danach, du kannst 15 Suchen bringen. Das macht jetzt deinen Fall eigentlich nur noch schlechter für dich, aber du merkst das eigentlich gar nicht. Schau mal, wenn Allah in einem Vers sagt, dass er die Leute in die Irre leitet und du denkst, oh, jetzt bin ich aber echt cool, jetzt bin ich in einem Vers, wo drin steht, dass Allah in den Himmel bringt. Ja. Das ist dann dein Problem, weil dein Riesenproblem, weil deine Schriften weil sich dann deine Schriften nämlich diametral widersprechen und das ist dann dein Riesenproblem. So, aber hast du jetzt meine Frage beantwortet zum Vers 2? Ja, das war deine Antwort und das war eigentlich eine Knockout-Antwort. Okay, brutal Knockout. Jetzt das war der brutalste Knockout, den du kriegen kannst. Dein Koran widerspricht sich. Richtig, ich zeig dir gleich noch eine Sura, damit er sich widerspricht. Ja, dann widerspricht er sich eben dreimal. Warte, Fashion, Moment kurz. Der Matt hat auch noch mal zu antworten. Ja, deswegen, okay. Ich warte auf noch mal. Das ist echt peinlich, ey. Nochmal Fashion. Okay, einmal ganz kurz, was ich dir gerade gezeigt habe, war eine Herausforderung an dich. Und ich habe dich eigentlich dahin bringen wollen, dass du dich der stellst. Du bist der aber ausgewichen. Ich habe dich mit einem Problem konfrontiert. Ich habe dir etwas erklärt. Allah sagt, ich habe das Injil offenbart. Ja. Allah sagt an keinem Punkt in dem gesamten Koran, das Injil wurde verfälscht. Ja. Das Injil widerspricht Allah. Richtig. Damit hast du ein Riesenproblem. Warum stellst du dich dem nicht? Ich habe doch gesagt, wir glauben an die Injil und an die Tora, die von Allah herabgesandt worden ist. Aber es gibt bei uns Kapitel, die in der Bibel gefälscht worden sind. Von Menschenhand. Für ihre Vorteile. Und hat das muss man einfach vergessen, euch das zu sagen. Wir haben nicht gesagt, dass alles gefälscht ist. Euch das zu sagen. Warte mal ganz kurz. Wir haben nicht gesagt, dass alles gefälscht ist oder sonst irgendwas, ja? Wir glauben ja daran. Dein Gott sagt nirgendwo, dass es gefälscht ist. Nirgendwo, nicht einmal. Ja, das sagst du. Nein, das sei dein. Nein, pass auf. Es gibt ganz kurz. Moment kurz. Okay, Leute, dann. Moment kurz. Matt, Fashion, wenn ihr euch gegenseitig unterbricht, dann hört man gar nichts. Okay, ich mache mich erstmal auf Stumm. Matt, du darfst. Bruder, ich versuche ein bisschen in Ordnung reinzukriegen. Jeder kriegt seine Redezeit. Der Sheikh hat seine Redezeit gekriegt. Der Matt kriegt auch seine Redezeit. Und dann kannst du antworten. Oder der Bida oder wer auch immer. Komm, lass uns ein bisschen in Ordnung reinkriegen. Es läuft alles respektvoll, ohne Beleidigungen, ohne nichts. Und lass uns das weiter so handhaben. Ne? Super. Beleidigen ist sowieso nicht mein Stil. Niemals. Auch dich, Fashion, ich respektiere dich. Ich wünsche mir von Herzen, dass du die Wahrheit erkennst. Deshalb gehe ich nochmal auf den Punkt drauf ein. Weder Al-Jalalain noch Ibn Kathir noch Abbas sagen, bei Ibn Kathir weiß ich es nicht, aber Ibn Kathir ist sowieso hunderte Jahre später, sagen eindeutig, dass das Injil verfälscht wurde. Der Koran sagt es sowieso nicht. In keiner Sura. In keiner Aya sagt der Koran, dass das Injil verfälscht wurde. Und das ist das Thema. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, du, das ist deine Meinung, dann ist das eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass das Injil tatsächlich dem Koran widerspricht. Und du hast drei Möglichkeiten hier. Erste Möglichkeit, du lehnst das jetzige Evangelium ab, dann weißt du gar nichts. Du weißt nichts über Maria, du weißt nichts über die Jünger, du weißt nichts über die Kreuzigung, du weißt gar nichts. Zweite Möglichkeit, du akzeptierst, dass das Injil wahr ist. Dann ist der Koran kaputt und damit gibt es keinen Islam mehr, also keinen wahren Islam mehr. Dritte Möglichkeit ist, was ich viele Muslime gehört habe, ist, sie gehen hin und sagen, das ist ein Mix, das ist also ein ich suche mir aus, welche Verse mir im Neuen Testament passen und welche nicht. Ich kann dir zeigen, dass das nicht funktioniert, weil zum einen nie es funktionieren kann, dass ich mir was aussuche, was mir passt in einem Text,
weil der Text selber von einer Person geschrieben wurde und veröffentlicht wurde. Und zweitens, ich habe noch nie einen Vers gehört im Neuen Testament, der wirklich in seiner Urform den Koran und das Gottesbild des Koran und das Bild von Jesus im Koran bestätigt. Das gesamte Neue Testament, besonders die vier Evangelien, sagen nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Gott ist, gekommen in diese Welt in der Inkarnation und gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist für unsere Sünden. Das sagen alle vier Evangelien. Er ist natürlich friedlich auf Erden gekommen, oder? Nochmal? Er ist friedlich auf Erden gekommen. Es ist eine Weiterentwicklung. Wir kommen in ein neues Zeitalter, das schon im Alten Testament vorher gesagt wurde. Gott arbeitet immer so. Er sagt Dinge voraus und es ist ein Vorschatten dessen, was dann kommen wird. Absolut richtig. Eine kurze Frage. Ganz kurz. Und da sah ich den Himmel offen und siehe da, war ein weißes Pferd. Und der, der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Krieg. Oh mein Gott, die benutzen die Begrifflichkeit Krieg hier in der Bibel. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Und auf dem Haupt trug er viele Diademe und auf ihm stand ein Name, den er alleine kennt. Bekleidet war er mit einem Blutgitter. Er weiß nicht mal, wie die Offenbarung geschrieben worden ist. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißem Pferde. Sie waren in eines weißen Leins gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Damit meint er bestimmt seine Zunge, ja, das zweitschneidige Schwert, ja. Mit ihm wird er die Völker schlagen und er herrscht über sie mit eiserner, kommt das Zepter und er tritt die Kälter des Weines des Rächenden. Bitte sehr. Ich mach die wieder aus. Nur ganz kurze Frage. Dieses blutgetränkte Gewand, war das blutgetränkt, bevor ein Krieg gezogen ist oder danach? Danach. Wo steht das in dem Text, bitte? Er steht vor dem, bevor er blutgetränkt war, war er im Krieg. Nö, stimmt nicht. Lies doch mal. Und führt er Krieg. Ja, aber wann kommt das? Und führt er Krieg. Er zieht und in dann den Krieg kommt ganz in einem blutgetränkten Gewand. Vers 13 kommt dann erst, bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand. Ja, bekleidet. Der treue und wahrhaftige Gerecht. Warte schnell, bitte, Bruder Matt. Also, ich möchte eine Sache sagen. Also, in dem Sinn, wir haben hier Muslim. Wir machen so. Warte schnell, bitte, Bruder. Wir machen so. Er stellt uns eine Frage. Zum Beispiel, er hat etwas gebracht. Sehr gut. Und wir stellen eine Frage. Aber alles, was wir gebracht haben, hat er geleugnet. Nein, hab also sobald. Okay, schau mal. Die Leute, die zuhören, sie wissen besser. Okay? Wir machen so. Aber wie gesagt, ich möchte einfach, dass wir ruhig und anständig miteinander sprechen, ohne rumschreien, ohne Unterbrechung. Nicht, dass jedes Mal eine da lacht drin und die andere fängt an. Siehst du, wir müssen einander aussprechen lassen, einfach. Okay? Und niemand spricht drin. Ich lasse dich sprechen, also der Bruder kann sagen eine Minute oder so zwei Minuten, weil, weißt du, wenn du sprichst und dann ein Bruder spricht drin und dann ein anderer, weißt du, ich verstehe nichts, alles weißt du? Aus, ja, alles gut, habe ich verstanden, das ist gar kein Problem für mich. Ich bin ja auch respektvoll voll zu jedem, sehr gut, verstehe. Also nochmal, die Offenbarung hier bestätigt, was Jesus selber gesagt hat, dass er alle richten wird. Johannes 6,40 ist der Wille des Vaters, dass alle, die an den Sohn glauben, dass sie ewiges Leben bekommen haben werden. Und er wird alle richten am jüngsten Tag und von den Toten auferwecken. Das ist das, was hier beschrieben wird. Er zieht blutgetränkt in den Krieg, weil das ist sein Blut, das er für die Nationen vergossen hat. Und Gott muss am Ende richten. Das Bild der Bibel ist, dass Jesus der Erste und der Letzte ist, der am Ende alle richten wird und die Bösen müssen gerichtet werden. Das ist kein Widerspruch, ist im Islam das Gleiche. Das, mein lieber Freund, hilft dir hier nicht. Ja? Doch, es ist für mich wichtig. Es löst dein Problem nicht, dass der Koran immer noch das Injil bestätigt. Das bringe ich dir gleich beweisen. Nicht unterbrechen. Ich habe dir diese drei Szenarien gegeben. Ich habe dir gesagt, es gibt nur ein Szenario, du sagst, die vier Evangelien sind komplett unwahr. Dann weißt du gar nichts. Du hast kein Wissen. Ja, weil der Koran selber gibt vieles Wissen nicht her, sondern setzt es voraus. Das zweite ist, du sagst, das ist wahr. Wenn es wahr ist, dann ist dein Koran falsch.
Ja, und damit ist der Islam kaputt. Und das Dritte ist, du setzt die vier Evangelien wahllos zusammen. Und du bist jetzt hier in die Offenbarung gegangen. Wir waren bei den vier Evangelien. Das Injil ist nicht die Offenbarung. Zeige mir in den vier Evangelien deine Methode, wie sie funktionieren soll, dass du wahllos Verse, die einfach aussuchst und für richtig und für falsch erklärst. Zeig mir die, die dann das islamische Bild bestätigen. Ja, also erstmal das islamische Bild bestätigen. Wo tut das also, Evangelium, wo bestätigt das Evangelium das islamische Bild von Jesus? Zeig mir das bitte. Also guck mal, Gott hat doch die frohe Botschaft an. Ganz kurz eine Sekunde, ich bin gerade extra groß. Lass mich doch antworten, weil ich bin hier allein in der Höhle des Löwens. Lass mich doch allein antworten. Ich will Matt antworten. Verstehst du? Ich möchte Matt antworten. Einerseits, Matt, das hast du natürlich super gemacht, hast vollkommen recht. Das ist das Gericht, das hilft ihm hier in keinster Weise. Deswegen musste ich auch schon lachen, als er Offenbarung zitiert hat. Aber jetzt schauen wir mal, was hier steht. Nein. Ich bin dran. Ich muss erstmal Matt antworten. Okay, komm, antworte bitte. Vielleicht machst du es ja gleich noch besser für mich. Ja, richtig, genau. Also, Matt, guck mal. Als Jesus, ja, die Evangelien zugeschickt bekommen hat, also die Worte Gottes bekommen hat, ja, hieß es doch, dass die Leute, die an den alten Bund glauben, nicht mehr an den alten Bund glauben, richtig? Erkläre genau, was du dort damit sagen möchtest. Damit das Volk Judäa, ja, die Juden, die damals an die Tora geglaubt haben, ja, dass sie sich nicht mehr an die Tora halten und dass sie sich auch teilweise verfälscht haben und deswegen... Nein, es ist ein ganz großes Missverständnis. Ja. Du verstehst nicht die Bündnisse. Es gibt insgesamt 7 Bündnisse Gottes. Ja. Und ja, es gibt den messianischen Bund, der weiterhin für das Volk Israel gilt. Und auch im Neuen Testament steht nirgendwo drin, dass Juden, die aus dem Samen Abrahams sind, sich nicht mehr an den messianischen Bund halten sollen. Der Unterschied ist, woher kommt das Heil? Die Vergebung der Sünden kommt in der Erfüllung des Messias, der die Sünde der Welt auf sich nimmt, wie es in Jesaja 53 zum Beispiel oder Psalm 22 vorhergesagt ist. Das heißt, hier erscheinst du ein großes Missverständnis zu haben, wie die Bibel funktioniert. Aber hat man diesen Menschen nicht das Heil abgesprochen? Keiner spricht jemanden das Heil ab. Der Richter ist Gott alleine. Ja. Was aber von vornherein klar war, ist, dass der Glaube, deshalb habe ich dir einen Vers genannt, Johannes 6, Vers 40 zum Beispiel, dort steht, es ist der Wille des Vaters, dass alle, die an den Sohn glauben, ewiges Leben erlangen. Und er, Jesus, der das selber sagt hier übrigens, er spricht das ja selber, sagt, ich werde euch erwecken am jüngsten Gericht aus den Toten. Warum glauben die Juden nicht daran? Das war auch vorhergesagt. Es ist tatsächlich so, dass die Juden ihren eigenen Messias hier zu einem großen Teil, nicht alle, es gibt auch heute noch sehr viele messianische Juden, ich kenne sehr viele, dass sie an ihn nicht glauben. So viele gibt es nicht weltweit, aber erzähl weiter. Wie relevant? Die meisten sind Christen geworden, was redest du da? Wie relevant ist die Frage? Also was möchtest du mit der Frage erreichen? Ich glaube, weltweit gibt es noch nicht mal 10.000 messianische Juden, aber... Ja, das ist vollkommener Quatsch. Die meisten Juden sind Christen geworden. Ich war alleine in Kiew, gibt es eine messianische Gemeinde von über 2.000 Leuten, die ich vor kurzem... Ja, Was ist die größte auf der Welt? Ich habe null Relevanz. 10.000. Ja, was ist die Relevanz dahinter? So, null. Was willst du damit erreichen mit der Frage? Null. Damit will ich ja nur sagen, dass auch Jesus die frohe Botschaft bekommen hat von Gott in den Evangelien, von Gott direkt, ja, weil es Menschen gab nach der Ansicht, die nicht mehr gottesfürchtig waren und deswegen Jesus als Messias auf die Erde geschickt wurde, um diese Sünden dieser Menschen auf Erden auf sich zu nehmen. Richtig oder falsch? Ja, wer erweckt die Toten? So, warte ganz kurz. So, wer erweckt damit die Toten sagt er, am jüngsten Gericht, mein Freund? Damit sagt er Jesus in dem Moment. Wer erweckt die Toten am jüngsten Gericht? Ich habe dir deine Frage beantwortet. Gott. Ich bin dran. Okay, wenn Jesus sagt, dass er das tut, was macht Jesus dann? Nochmal. Wenn Jesus sagt, dass er die Toten am jüngsten Gericht auferwecken wird und richten wird, was macht Jesus dann? Von christlicher Seite aus oder von islamischer Seite? Ja, natürlich, wir reden von der Bibel, der einzigen Offenbarung von Jesus, die authentisch sein ist und sein kann. Okay. Was soll da sein? Verstehe ich jetzt nicht. Okay, nochmal. Wenn Jesus von sich selber sagt, dass er die Toten am jüngsten Tage erwecken wird und richten wird, was tut er damit?
Damit sagt er, er möchte die Toten erwecken und richten. Was soll ich sagen? Laut Islam, wer tut das? Wer die Toten? Allah. Mohammed? Gabriel? Allah. Allah. Also Allah. Was macht Jesus, wenn er sagt, dass er das tun wird? Was für einen Anspruch erhebt er? Er erhebt den Anspruch eines Gottes im Christentum. Richtig, genau. So. Und wer bestätigt das Injil laut Koran? Und wer behauptet, dass das geschrieben hat? Allah. Aber zu wem hat er? Warte mal ganz genau. Kurz. Warte ganz kurz. Nicht so. Da, warum nicht so? Jesus hat Aramäisch geredet. Zu wem hat er denn immer gesprochen? Nicht zu Elohim, Elohim und Allah oder Elohim. Okay, nochmal. Warte ganz kurz. Warte, nicht verdrehen. Hat er nicht zu Elohim oder Elohim gesprochen? Jesus hat ebenfalls Hebräisch gesprochen. Ja. Er hat hebräische Texte gelesen, zum Beispiel Jesaja 61, Vers 1, zitiert in der Synagoge. Dort geht es um Jahwe. Okay, der Gott Israels, der Heilige Israels ist Jahwe, laut zum Beispiel Jesaja. Das heißt, dieser Versuch, jetzt hier Allah reinzuquetschen in einen jüdischen Glauben, den es nicht gab, der ist nicht vorhanden. Keiner im Judentum hat einen arabischen Gott, einer von 360 aus der Kaaba geglaubt und hat in irgendeiner Form den angebetet und ihn auch mit Namen genannt. Ja, okay, warte ganz kurz. Wer waren welche? Warte ganz kurz. Gleich geschenkt. So, nochmal. Aber du bist der Frage aus. Ganz kurz. Bin ich raus gewesen. Du hast meine ganz Frage kurz. Nicht beantwortet. Matt, ganz kurz, eine Sekunde. Ich beantworte sie mit dabei dazu. Jetzt mit dieser Frage. Die ersten Christen, die aus dieser Gegend waren, ja, waren doch auch Araber gewesen, richtig? Oh Mann. Aus welcher Gegend? Da, Nahe Osten. Jesus kommt aus dem Nahen Osten, aus der israelischen. Also die ersten Christen waren Juden gewesen, das wissen wir. Das ist ja, Gemeinde war Juden und dann waren es die Griechen. Und dann mit der Zeit haben viele Araber gelebt. Die irgendwann auch mal später gab es auch Araber. Was ist die denn? Die ersten Beweise gibt es schon 300 nach Christus. Nein, das ist komplett auch hier. Du 350, 370 nach Christus waren die ersten, es gibt die ersten Bibelstellen auf Arabisch. Ja, und da mische ich die Welche Relevanz Frage. Hat das? Erklär mir die Relevanz. Ich erzähle die Relevanz. Die Relevanz dahinter ist, warum sagen arabische Christen Allahu Akbar und Alhamdulillah und Jazakallah? Und warum sagen sie nicht? Hier ist meine Frage an dich. Eine ganz klare, direkte Frage an dich. Warte ganz kurz. Warum, das haben die früher gesagt. Warum sagen die nicht Alhamdulillah Jesus oder Alhamdulillah Yeshua? Eine klare Frage an dich, mein Freund. Ja, bitte sehr. Wie ist der Eigenname auch für die arabischen Christen Gottes? Eigenname. Wie bitte? Wie ist der Eigenname auch der arabischen Christen für Gott? Rab, ja Rab. Nein, es ist Jahwe. Hör auf zu lügen, bitte. Entschuldigung, aber ich weiß das. Okay, das ich kenne arabische Christen aus Syrien. Hör auf zu lügen, bitte. Darf ich ganz kurz zu Ende bringen, dann hau ich nämlich ab, weil ich möchte ganz kurz nur was zeigen. Guck mal, deine Behauptung ist ja fashion, dass im Endeffekt die Christen, du sagst ja, die haben die Schrift verfälscht. Nicht alles. Ja. Gut. Ja. Putin, kannst du mich nochmal kurz Großmann? Das ist Ibn al-Kafir, 378. Matt, du hast ja vorhin auch gemeint, du weißt nicht, was Ibn al-Kafir dazu sagt. Ibn al-Kafir ist ein Tafsir. Ja, genau, das wissen wir alle. Dankeschön für die Information, das habe ich aber auch schon gesagt. Hör halt mal zu. Habe ich nicht gehört, sag mal nochmal bitte. Sei doch mal bitte kurz leise und lass mich reden. Matt, du hast ja vorhin gemeint gehabt, du weißt es bei Ibn Kafir nicht, das ist bei Sure 378 Ibn Kafir sagt folgendes. Also kannst du dir auch direkt in dein Repertoire einbauen. Die Juden verändern Allahs Worte, steht hier. Allah sagt, dass einige Juden Allahs Flüche mögen auf sie herabkommen, Allahs Worte mit ihrer Zunge verdrehen, sie von ihren geeigneten Stellen verändern und ihre beabsichtigte Bedeutung verändern. Sie tun dies, um das unwissende Volk zu täuschen, indem sie den Anschein erwecken, dass ihre Worte im Buch Allahs stehen. Sie schreiben Allah ihre Lügen zu, obwohl sie wissen, dass sie gelogen und Lügen erdichtet haben. Darum sagt Allah und sie reden eine Lüge, wieder Allah, wo sie es doch wissen. Mujahid al-Shabi, al-Hassan, Qatada und al-Rabbi bin an-Nas sagten, die das Buch mit ihren Zungen
verdrehen bedeutet, sie verändern es mit ihren Zungen, nicht schriftlich. Al-Bukhari berichtete, dass Ibn Abbas sagte, dass die Ayah bedeutet, dass sie verändern und hinzufügen, obwohl keiner von Allahs Schöpfung die Worte Allahs aus seinen Büchern entfernen kann. Verändern und verzerren sie ihre offensichtliche Bedeutung. Nach Wahb ibn Munaib sagte, die Taura und Injil bleiben so, wie Allah sie, so wie Allah sie, eine Sekunde, herabgesandt hat. So wie Allah gesandt hat und kein Buchstabe in ihnen wurde entfernt. Die Menschen führen jedoch andere Additionen und falsche Interpretationen in die Irre, indem sie sich auf Bücher verlassen, die sie selbst geschrieben haben. Selbst. Das ist ungefähr. Bitte fall mir nicht. Bitte fall mir nicht ins Wort. Fall mir bitte nicht ins Wort. Sei bitte leise. Du zerstörst dich gerade selbst, wenn du weiterhin zuhörst. Das wird ausgegeben. Bitte sei leise. Bitte sei leise, wenn ich spreche. Danke. Peschen, lass ihn bitte aussprechen. Peschen. Meine Güte, du blamierst dich jetzt gleich richtig selber. Bitte sei einfach leise. Bücher verlassen, die sie selbst geschrieben haben. Jetzt hat er gelacht. Lass mich das kurz erklären, was das hier bedeutet, weil darauf wird hier eingegangen. Das bedeutet, dass irgendwelche Leute einfach gekommen sind, Bücher geschrieben haben und verkauft haben. Mehr nicht. Nicht, dass sie das eigentliche Buch verfälscht haben. Gehen wir weiterhin drauf ein, dass er, wo er so schön gelacht hat. Sie sagen, das ist von Allah, aber es ist nicht von Allah. Nimm dein Lachen bitte zurück. Ich lese weiter. Was die Änderung der Menschen. Bitte sei doch leise. Was Allahs Bücher betrifft, so sind sie immer noch erhalten und können nicht, ich mach's so, damit ich noch mehr auf einmal größer machen kann, und können nicht verändert werden. Ibn Abi Hatim zeichnete diese Aussage auf, wenn Wahb die Bücher meinte, die sich derzeit in den Händen der Menschen des Buches Juden und Christen befinden, dann sollten wir feststellen, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass sie verändert, verzerrt, wieder zum Anfang zurück, es sind nur noch zwei Sätze, dann ist fertig, verzerrt, so, herabgesandt hat und kein Buchstabe in ihnen wurde entfernt. Die Menschen führen jedoch andere durch Addition und falsche Interpretation in die Irre, indem sie sich auf Bücher verlassen. Du blamierst dich gerade nur selber. Lies weiter. Ja, du blamierst dich gerade nur selber. Lies weiter. Aber Fashion, das ist bei Islam. Indem sie sich auf Bücher verlassen, die sie selbst geschrieben haben. Dann, pass auf, er beleidigt sich selber. Du tust dich selber bedingen. Nur nicht stumm dich. Pass auf, er tut sich wirklich selber blamieren hier. Pass auf. Ich muss hier rüber, weil sonst ist der Ding Kommentarbereich. Ergänzt und aus ihnen gestrichen wurden. Zum Beispiel enthalten die arabischen Versionen dieser Bücher enorme Fehler. Welche Bücher? Die arabischen Bücher. Enorme Fehler. Viele Ergänzungen und Streichungen und enorme Fehlinterpretationen. Diejenigen, die diese Übersetzungen angefertigt haben, haben in den meisten, besser gesagt, in allen diesen Übersetzungen ein falsches Verständnis. Wenn Wahb die Bücher Allahs meint, die er bei sich hat, dann sind diese Bücher wahrlich erhalten geblieben und wurden nie verändert. Und jetzt lass mich zu meinem Schlusswort kommen, danach verabschiede ich mich auch gleich. Ich verstehe eigentlich nicht, warum du hier gelacht hast, weil hier bestätigt ist, dass es nicht gefälscht worden ist. Kein Buchstabe aus ihnen sagen, deine Schriften wurden aus... Du musst hier bleiben, du musst meine... Ja, deine eigenen Schriften sagen das. Was willst du sagen? Willst du jetzt deine eigenen Schriften ein Ding machen oder was? Pass auf. Jetzt kommt, warte. Jetzt kommt, warte, ich flüchte nirgendwo hin, keine Sorge. Pass auf, jetzt warte. Warte, hier, ich wollte nur noch dir einen Hadith noch zeigen. Warte,
bei dem Thema bleiben. Da, so, das geht auch noch um das Thema. Pass auf. Oh, jetzt pass der will noch 20 Themen bringen. Nein, 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 nein. Ich habe dir ja gerade gezeigt, boah, das war ja gerade eigentlich ein Zeig Knockout. Zeig mir jetzt was Schlechtes auf. Zeig mir jetzt was Schlechtes auf. Komm. Ich habe dir ja gerade was gezeigt, was eigentlich ein Knockout war, aber du lachst ja darüber. Ja, du hast mir einen Knockout gegeben. Bruder, kannst du ihn bitte stummen? Er nervt ab nochmal. Also hier, damit ich schneller fertig bin, bitte bleib auch einfach leise. Es gab einen Christen, der den Islam annahm. Schön, gell? Und die Sura al-Baqarah und al-Imran las. Und er pflegte die Offenbarungen für den Propheten zu schreiben. Später kehrte er zum Christentum zurück und er pflegte zu sagen, Mohammed weiß nichts als das, was ich für ihn geschrieben habe. Dann ließ Allah ihn sterben und die Menschen begruben ihn. Aber am Morgen sahen sie, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. Es geht hier übrigens dreimal so, dass die Erde Mohammeds Leiche nicht annahm. Und am Ende steht hier einfach nur Folgendes, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte, so glaubten sie, dass das, was ihm widerfahren war, nicht vom Menschen getan wurde und sie mussten ihn geworfen einfach auf den Boden lassen. Nicht mal begraben haben sie ihn. Sogar ein Christ hat... Wir sind Christen, da geht's gar nicht um Mohammed. Sogar ein Christ hat deinen Koran... Da geht's um den Christen, lüg doch nicht. Guck mal, ich habe dich doppelt dreifach gerade begraben. Das ist Sahih al-Bukhari 3617. Ich habe dich gerade doppelt dreifach begraben. Aber um den Christen schon Mohammed, der begraben worden. Fashion. Ganz leise, ich habe dich doppelt dreifach begraben gerade. Lügst du, lass doch das Ding auf. Hey, Fashion, ganz kurz, darf ich dir eine Frage stellen? Warte, Juniko, ganz kurz. Warte, Juniko, nur jetzt die Sache. Muss ich stelle mir. Warte, eine Frage, stelle mir. Ja, tfaddal. Aber Juniko, bitte, Juniko. Juniko, lass die Leute, wo ein bisschen, wo echt intensive Ahnung haben. Warte, ganz kurz, Juniko, Dakika. Hör mal zu. Dr. Sheikh hat gerade ein Hadith vorgelesen, wo es um diesen Christen geht, der den Islam wieder verlassen hat und der wurde aus der Erde ausgespuckt. Nein! Und Dr. Sheikh behauptet, dass wir unser Prophet machen. Bruder, stumm ihn kurz, er soll hier nicht lügen. Ich lese es jetzt extra nur wegen seiner Lüge. Pass auf. Noch einmal, weil wir hier einen Lügner unter uns haben. Es gab einen Christen, der den Islam annahm und die Sura al-Baqarah und al-Imran las und er pflegte die Offenbarungen für den Propheten zu schreiben. Später kehrte er zum Christentum zurück und pflegte zu sagen, Mohammed weiß nichts als das, was ich für ihn geschrieben habe. Dann ließ Allah ihn sterben, Mohammed. Und die Menschen den Christen. Ja, lass weiterlesen. Es geht da um den Christen. Lass weiterlesen. Über den Christen. Ja, der Christ. Wir werden gleich sehen, um wen es sich handelt. Dann ließ Allah ihn sterben und die Menschen begruben ihn. Aber am Morgen sahen sie, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. Sie sagten, dies ist die Tat Mohammeds und seiner Gefährten. Sie hoben das Grab unseres Gefährten aus und holten seinen Leichnam heraus, weil er vor ihnen weggelaufen war. Wieder gruben sie ihm das Grab tiefer, aber am Morgen sahen sie wieder, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. Sie sagten, dies ist eine Tat Mohammeds und seiner Gefährten. Sie gruben das Grab unseres Gefährten aus und warfen seinen Leichnam hinaus, denn er war von ihnen davongelaufen. Sie gruben ihm das Grab so tief sie konnten, aber am Morgen sahen sie wieder, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. So glaubten sie, dass das, was ihm widerfahren war, nicht vom Menschen getan wurde und mussten ihn geworfen auf den Boden einfach zurücklassen. Das ging um dein... Das... Naja, das ist oben. Dies ist eine Tat, Mohammed zu seiner Gefährten. Lüg hier nicht die ganze Zeit. Hier steht doch der Leichnam unseres Gefährten aufzulügen. Dies ist eine Tat Mohammeds und seiner Gefährten. Aber Fashion, warte schnell. Ich muss doch sagen, unsere Gefährten und nicht unseren Gesandten. Also unsere Gefährten bezieht das, denke ich, auf den Christ und nicht auf Mohammed. Weil es heißt ja, das ist der Tat Mohammed. Es steht ja, das ist der Tat Mohammed. Nein, die Tat Mohammeds Gefährten steht da. Die Tat von Mohammeds Gefährten. Den Leichnam unseres Gefährten. Nein, da steht echt Mohammeds Gefährten. Wieder locker. Okay. Da steht Mohammeds Gefährten. Das stimmt wirklich. Soll ich es nochmal aufmachen? Nein. Ja, lies nochmal bitte. Ihn sterben und die Menschen begruben ihn. Aber am Morgen sahen sie, dass die Erde seinen Leichnam hinausgeworfen hatte. Jetzt pass auf. Sie sagten, dies ist die Tat Mohammeds und seiner Gefährten. Und jetzt pass auf, dies ist die Tat Mohammeds und seiner Gefährten. Sie hoben das Grab unseres Gefährten, Bruder. Eines Gefährten, das war dieser Christ. Das Grab unseres Gefährten aus und holten seinen Leichnam. Fashion, ganz kurz. Warst du schon mal in Saudi-Arabien?
Warte mal ganz kurz, ganz kurz. Der Prophet, Matt, ganz kurz. Der Gefährte, unser Prophet heißt Prophet und Gefährten sind Gefährten. Und ich wiederhole, und der Christ, der zum Islam konvertiert ist und dann wieder zum Christentum, war ein Gefährter. Aber ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich an allen, die heute Abend. Wallah, der liest nur Humbug gerade. Oh, leck, was für ein Mann. Willst du gehen oder wie? Ja, es ist jetzt spät und das ist mir zu laut gerade. Du kannst bleiben, weil ich gehe jetzt raus, weil ich wollte sowieso runtergehen. Du kannst bleiben. Ey, du hast ja zweimal gerade. Bitte bleib mal kurz rein, bitte. Ich will mich wie ein Mensch verabschieden können. Okay, bitte sehr. Bitte sehr. Du kannst auch gerne bleiben, Matt. Ihr könnt den Hadithen gerne haben. Sahih al-Bukhari 3617. Wer weiterhin lügen will, dass es sich um den Typen handelt, kann das machen. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht. Bleibt in der Liebe Gottes. Shalom, shalom. Lasst euch nicht runter. Schmeiß mich runter, Bruder. Zweimal Knockout gegeben heute. Ciao. Ja, du wurdest knockoutet, aber so oft, ey. Aber du hast den Knockout selbst gegeben. Ich muss nicht mal was machen. Sorry. So, Matt, du kannst gerne hier bleiben. Jetzt wird es auch mit Sicherheit leiser. Und du kannst gerne mit den Menschen reden. Ja, es ist auch schon spät. Ich wollte nur mal sagen, an Fashion, nur weil er sich hier vertan hat und hier... Zweimal aber, hintereinander. Ja, ist ja egal. Es ändert nichts an den... Ja, aber er beharrt ja drauf. Ganz kurz. Ja. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich dich vor Herausforderungen gestellt habe und du hast nicht eine davon gescheit beantwortet. Gehen. Matt, ich werde darauf eingehen. Ich werde dir folgen. Ich werde dir folgen. Ja. Und ich werde dir auf deine Fragen nochmal explizit nochmal darauf antworten, okay? Okay, dann werde ich. Dann können wir nochmal eine Debatte starten. Können wir gerne machen. Ich gehe ein nochmal, ich gebe dir das nochmal mit, dass du es wirklich hörst. Erster Punkt. Dein Koran sagt, Allah hat das Injil offenbart. Dazu kommen wertende Sachen dabei. Das ist nicht einfach nur offenbart. Dort kommt drin, wir müssen Mohammed darin finden. Dort kommt, wir Christen sollen uns danach richten. Dort kommt sogar die Anschuldigung, ihr habt euch nicht danach gerichtet. Und ich kann euch all diese Ayas geben. Dann gibt es nicht einen Vers im gesamten Koran, der sagt, dass das Injil, verfälscht wurde. Denn das Injil hat nichts mit den Juden zu tun. Das sind die Nazara, die Nachfolger von Jesus. Das Injil wurde nicht Moses gegeben, sondern Jesus gegeben. Richtig. Ja, und deshalb, wenn selbst wenn Anschuldigungen an die Juden gehen, spielt das keine Rolle für das Injil. Das Injil wurde nicht laut Koran verfälscht. Das sagt ihr. Und ich habe dich vor diesen drei Herausforderungen gestellt. Erstens, lehnst du das vorhandene Evangelium ab, weißt du nichts. Mhm. Weil die ganzen Informationen über Maria, die Geburt von Jesus, die Kreuzigung, die Jünger, die Wunder, all diese Dinge setzt teilweise der Koran einfach als Wissen voraus, weil es selber nicht vermittelt. Ja? Das heißt, wenn du sagst, das jetzige Injil, das wir haben, gibt es nicht, dann hast du nichts in der Hand und du hast eine Herausforderung von Allah, Mohammed zum Beispiel, in etwas zu finden, das nicht vorhanden ist. Okay. Ja, und das würde dann würde ein Gott einen Fehler gemacht haben. Und ja, wenn ein Gott sagt, finde Mohammed in dem Injil, richte dich nach dem Injil, sogar uns anklagt, ihr habt euch nicht nach dem Injil gerichtet, aber das Injil gibt es gar nicht, dann wäre dein Gott unwissend und damit kein Gott. Ein Muslim, zweite Möglichkeit, kurz, ich bin gleich fertig. Zweite Möglichkeit ist, du sagst, das jetzige Injil ist das Injil. Dann hast du das Problem, das Injil kommuniziert ganz klar, dass Jesus Gott ist, er wird angebetet, er nimmt göttliche Attribute für sich in Anspruch, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben und auferstanden, alles dokumentiert in dem Injil und dementsprechend wäre der Koran falsch. Und deshalb weicht ihr Muslime aus und versucht einen Mischmasch. Nein, ich weiche nicht aus. Ich will schon gerne dran. Das ist meine Meinung. Ich gebe meine Meinung. Du kannst gerne. Ich respektiere deine Meinung. Du darfst gleich sagen. Du darfst gleich was sagen. Ja. Ihr macht dann dieses in dem vorhandenen Injil, was aus meiner Perspektive null Sinn macht, ist beides drin, Verfälschung und Wahrheit. Aber dann komme ich zu dem Punkt und sage, es gibt nichts im Kontext des Injils, das die Theologie und Meinung des Korans bestätigt. Der Kontext des Injils, alle Verse, selbst Johannes 5,30, ist im Kontext von Vater und Sohn
und schon funktioniert es nicht mehr im Koran, weil Jesus hier seinen Vater nennt. Das heißt, ich behaupte, es gibt nichts im Neuen Testament, das auch nur im Ansatz den Koran bestätigt und die dort bestätigt, wer Jesus in dem Koran ist. Das ist deine wirkliche Herausforderung. Das ist meine Herausforderung, die nehme ich auch gerne an, Matt. Ich werde dir dazu gerne was schreiben dann später, ja, oder morgen spätestens, ja. Und dann können wir das gerne nochmal ausdebattieren. Ich bin bei sowas sehr offen und ich höre mir gerne viele Sachen an, ja. Ich habe damit gar kein Problem. Und dann können wir uns mal die Fehler oder die Ursache oder die Wirkung dann später anschauen, was da genau dann passiert ist. Wegen dem Evangelium. Ich sage immer noch, als Muslim darf ich das Evangelium nicht ablehnen, ja. Das ist ganz wichtig. Und auch nicht die Tora, ja. Aber es gibt halt diese Widersprüche und deswegen müssen wir da jetzt, können wir darüber jetzt diskutieren, wo genau. Ja. Aber ich kann es jetzt auf Anhieb. Aber ich kann dir gleich eins sagen, ne? Ein ja. Widerspruch löst dein Problem nicht. Nur mal ganz einfach, ein Widerspruch ist auch nur dann ein Widerspruch, wenn sich die zwei Tatsachen tatsächlich gegenseitig ausschließen. Das heißt, nur weil zum Beispiel ein Evangelium etwas nicht berichtet, was das andere nicht berichtet, ist das kein Widerspruch. Ja, nur dass wir auch klar sind, worüber reden wir. Denn die meisten dieser Dinge, die ich von Muslimen höre, sind alle schon lange widerlegt oder sind keine Widersprüche. Das ist genauso wie im Koran. Im Koran gibt es eine Aya, da sagt der Pharao, dass Moses ein großer Zauberer ist, und eine andere Aya sagt, dass die seine Hauptleute sagen, Moses ist ein großer Zauberer. Ja, ich könnte genauso hingehen und sagen, das wäre ein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch, weil beides möglich ist. Dann ist es kein Widerspruch. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und irgendwie sagst, ja, Jesus hat an der Kreuzung zum Beispiel das als letzte Worte und das als letzte Worte, dann wäre es nur ein Widerspruch, wenn die Evangelien behaupten würden, das war wirklich das letzte Wort und sich ausschließen würden. Das tun sie nicht. Aber Dr. Sheikh hat doch was Schönes gerade vorgelesen, ja, wo dann oft geschrieben worden ist, dass Allah die Evangelien nicht ablehnt und dass man einsehen soll, dass die Worte Gottes nicht veränderbar sind, ja, dass sie immer noch irgendwo bestehen. Aber es gab Menschen, die sie selbst verändert haben. So, und das ist der Punkt, der im Islam, so rüberkommt, dass die Evangelien gefälscht sind. Das ist der einzige Punkt. Mehr ist es nicht. Er sagt ja nicht, dass das komplette Evangelium gefälscht ist oder sowas. Dort ist was anderes gestanden. Ja, ganz kurz, erstmal glaube ich nicht, dass es da drin steht. Erstmal ist es angerichtet an die Juden. Das hat der Chef gezeigt. Nein, das ist Ibn Kathir, hier geht auf die Juden ein, nicht auf die Nasara. Ja, hat die Sure gesagt. Zweitens, ja, können wir gerne dann machen. Zweitens, das Ganze funktioniert nicht, weil zum einen war das Evangelium schon fertig in der Zeit von Mohammed. Und nochmal, nirgendwo im Koran, und du musst diese Aya erstmal finden, zeig mir die Aya, die auf eine eindeutige, klare Art sagt, das Injil ist verfälscht. Die Aya musst du bringen. Denn das ist Sure 3, ich weiß gar nicht mehr, welcher Vers das war. Ja, das ist an die Juden, mein lieber Freund. Nochmal ganz deutlich. An Moses wurde die Tora gegeben. Jesus wurde das Injil gegeben. Du hast mich doch gerade nach dem Vers gefragt. Ich habe dir gerade den Vers gesagt, Sure 3. Und dann musst du doch noch den Vers finden, dann muss der Dr. Sheikh sagen, weil bevor er rausgeht. Ansonsten suche ich es jetzt selber raus. Ja, such selber raus, gerne. Viel Glück. Einen Moment. Und das, was der Bruder Sheikh gezeigt hat, hat bewiesen, dass die Bibel nicht gefälscht ist, sondern dass Menschen mit ihren Zungen verändern und Bücher schreiben, was nicht mit der Bibel zu tun hat. Da ist nicht gestanden, dass die Bibel verfälscht wurde, verändert wurde. Nein. Es ist gestanden, dass Menschen mit ihren Zungen und Büchern schreiben, aber es geht nicht um das Injil. Ja, wir kennen ja den Koran fast besser als viele Muslime. Es ist 378 und genau das steht dort. Wieder locker, eine kurze Frage. Warum soll ich zeigen, dass Allah befohlen hat, dass man die Evangelien auf Arabisch schreibt und sogar einen Propheten dafür geholt hat? Shalom zusammen, Gottes Segen.
Hi, Jerry. Mach mal bitte auf. Ich eine Sekunde kurz hoch. Eine Sekunde nur, ich gehe sofort wieder runter. Urban, kannst du bitte auf diesen Hadith kurz eingehen, weil ich habe echt nicht mehr viel Zeit, weil meine Frau ist hier und den will machen. Und das, was in dem Ding, und das, was in diesem Ibn al-Kafir drin stand, stand klipp und klar drinnen, dass das mit Zungen verfälscht worden ist. Und da steht klipp und klar drin, dass kein einziger Buchstabe aus dem Injil verändert worden ist. Und der Hadith, den ich gerade gezeigt habe, da ging es um Mohammed sein Grab, da steht klipp und klar drinnen, das Grab unseres Gefährten. Wer ist denn der Gefährte? Hört auf, euch lächerlich zu machen, ey. Knockt euch doch nicht selber aus. Gottes Segen. Gefährte ist der Christ. Ja, genau. Du bist so ein lächerlicher Typ. Gottes Segen, ey. Shalom, shalom. Shalom, Leute. Gottes Segen. Die Hadith aufmachen, das beendet das ganze Thema. Kann jemand bitte ein Hadith aufmachen? Weil ich bin nicht zu Hause. Also heute habe ich mich gesagt, ich mache gar nichts auf, Bruder. Okay. Ich habe also es ist Sura, die Bibel habe ich in der Hand, Bruder, aber sonst. Ist wieder locker. Es ist Sura 3, Surat al-Imran, ja? Ja, kann ich machen, Urban. Sag was für ein Hadith. Jerry Gross, kannst du Sura 3 al-Imran, Surat al-Imran machen? Erstmal grüße dich, Jerry. Lange nicht gesehen, lange nichts mehr gehört. Ich hoffe, dir geht's gut, Bruder. Warte. Danke, mir geht's gut. Selber auch. Alhamdulillah, super, danke dir. Kannst du Sura 3 für uns aufmachen, bitte? Surat al-Imran. Welche Aya? Kann man von Anfang an lesen, kommt ja direkt schon die Sura, der Vers. Ist das 3 Vers 1? Von 1, es sind, die Verse sind klein. Das Gott direkt bei 4. The Master of the Day of Judgment. Der Herr des Tags des Gerichts ist 4. Sura 3, Vers 1. Entschuldigung, ich bin bei 1, sorry. 3, Vers 4. So, Sura Alif Lam Mim Dalil al-Kitab al-Arab. Also. So, das ist jetzt. Du musst dein Handy ein bisschen zurücknehmen, bitte, Jerry. So, jetzt gehst du bitte hoch auf Vers 3. Genau. Vers 3. Er hat dir herabgesandt zu dir das Buch mit der Wahrheit, bestätigt das, was ihm vorausging, und vor dem sandte er herab die Tora und das Evangelium als eine Richtschnur für die Menschen, und er hat herabgesandt die Entscheidende. Jetzt musst du runtergehen, Bruder. Die Allahs Zeichen und Leugnen, ihnen wird strenge Strafe, und Allah ist allmächtig, besitzt der Vergeltungsgewalt. Nichts ist verborgen vor Allah oder auf Erden noch im Himmel. Er ist, der euch im Mutterleib bildet, wie er will. Es ist kein Gott außer ihm, der Allmächtige, dem Allweisen. Er ist es, der das Buch zu dir herabgesandt hat. Darin sind Verse von entscheidender Bedeutung. Sie sind die Grundlage des Buches und andere. Du musst bis nach links ziehen. Bisschen nach links, damit man das lesen kann. So, genau. Weil schließlich kannst du das sehen. Grundlage des Buches und anderer, die verschiedene Deutungen fähig sind, die aber in deren Herzen Verderbnis wohnt, suchen gerade jene heraus, die verschiedene Deutungen fähig sind, im Trachten nach Zwiespalt und im Trachten nach Deutelei, doch keiner kennt die Deutung als Allah. Mhm. Hast du verstanden jetzt? Alhamdulillah, keiner kennt die Deutung als Allah. Genau. Die Deutung, weil die Worte von Gott gekommen sind, aber der Mensch deutet es anders. Der Mensch zeigt es anders auf. Ja, das der, ist Mensch, in dieser Sure, der Mensch. Das wird in dieser Sure aufgezeigt, sonst nichts. Aber es steht doch nicht, dass die Bibel verfälscht. Es geht ja. Wir reden ja hier von der Schrift. Du liest ja jetzt, dass der Mensch etwas verändert. Ein Mensch. Ein Mensch, ja. Ein Mensch hat etwas verändert, richtig. Ja, mit dem Mund, aber nicht in der Schrift. Weil keiner kann das Wort in Schau dir den Tafsir dazu an. Also hat Dr. Sheikh doch richtig. Oder den Tafsir dazu von Ibn Kathir. Und da steht genau nochmal drauf, dass der Mensch es verzerrt und gezerrt und anders gedeutet hat. Schau mal, Fashion, hier ist doch jetzt das Problem. Ich verstehe das. Ich kann nachvollziehen, dass Mohammed sich sowas eingebaut hat, so eine Art Sicherheitsnetz. Nein, du hast mich gefragt. Nein, lass mich aussprechen, bitte. Aber ich habe doch deine Frage beantwortet jetzt. Lass mich aussprechen, bitte. Ja. Ich kann verstehen, dass sich Mohammed so ein Sicherheitsnest eingebaut hat.
weil natürlich hier Sachen unverständlich sind im Koran. Es gibt ganze Passagen, da hat keiner einen Plan, was das bedeutet. Es gibt Wörter im Koran, da weiß auch kein islamischer Gelehrte, was es bedeuten soll. Und es ist nett, dass hier so eine Art Sicherheitsnetz drin ist, alles in Ordnung. Das Problem bleibt aber bestehen, wenn ich ganz klare Aussagen im Koran habe. Ich, Allah, offenbare das Injil und ich habe eine Aussage, in diesem Injil sollt ihr Mohammed finden. Ich habe eine Aussage, Christen, richtet euch, ihr nach dem Buch, richtet euch nach diesem Buch. Ich habe eine Aussage, ihr habt euch nicht danach gerichtet, deshalb bestrafe ich euch. Ja, wenn ich all diese klaren Sachen habe und dann kommst du jetzt und sagst, ja, aber das kann keiner verstehen, dann kann keiner was verstehen. Dann ist der Islam eine unverständliche Religion, die null Logik hat und ich kann mich immer auf das Mysterium berufen, dass Allah ja einmal hier gesagt hat, jeder, der jetzt den Koran in Frage stellt, hat ein böses Herz und er versteht ihn einfach nicht. Und dann hast du im Prinzip eine Religion, die auf stupiden, primitiven Glauben basiert, wo ich mein Gehirn komplett ausschalten muss. Und das ist für mich keine Religion. Das ist etwas, das ich aus ganzem Herzen ablehne und sage, nee, leider nicht. Du hast mir deine Frage gestellt. Ich habe sie dir komplett beantwortet, dass es die Sure im Koran gibt, ja. Damit habe ich doch dein Kriterium erfüllt, dass ich dir eine Sure aus dem Koran gebracht habe, wo dieses Kriterium erfüllt wird, ja. Und daraufhin sagst du, dass diese Religion eh nicht abgeht und so weiter. Also ich verstehe nicht. Du wolltest. Nein, warte mal. Dort steht nicht drin, dass das NGL verfälscht wurde, mein lieber Freund. Da steht doch da drauf. Nein, steht absolut nicht. Zeig mir es. Lies es vor. Lies mir vor und das NGL ist verfälscht. Bitte lies es vor. Er sagt doch selber, es wurde von Menschen verzerrt und anders gedeutet. Wo steht das? Im Koran und im Tafsir. Wo steht das? Lies es vor. Vers das Injil wurde verzerrt und anders. Sure 3, Vers 7. Sure 3, Vers 7 sagt das Injil. Du kannst ab Sure 3, Vers 3 anfangen. Da redet er über die Tora und das Evangelium, dass sie von Allah herabgesandt wurden, ja, von Gott. Ja. Und dann sagt er aber, dass sie durch Menschen anders gedeutet wurden und anders verzerrt wurden. Hast du gerade gedeutet gesagt? Gedeutet, ne? Anders gedeutet und verzerrt. Ja, wo steht von Jesus dort herabgesandt und von Mohammed weitergesagt, falsch. Wo steht dort verzerrt? Wo steht dort schriftlich verfälscht? Da steht im Tafsir drauf. Ja, Tafsir. Den Tafsir, hat das Allah geschrieben, die Tafsire? Nein, nochmal ganz deutlich. Ich verstehe, dass die Auslegungen nachher kommen, nochmal ganz klar im Text. Zeige mir in dem Koran, das war meine Herausforderung an dich, zeige mir im Koran eine Aya, die sagt das Injil, das Allah, von dem Allah sagt, ich habe es. Moment, ich versuche es noch auf Arabisch. Ich versuche es noch auf Arabisch zu holen. Ganz kurz. Auch die arabische Übersetzung haben. Ganz kurz. Einmal. Ich habe hier die Korpus-Koran-Übersetzung. Zeig mir, wo dort steht, dass das Injil verfälscht wurde. Weil 7 handelt überhaupt gar nicht über das Injil. Das ist mal das Problem, wenn man Genauigkeit möchte. Und dann kriegt man Vermutungen. Wo ist denn Urban? Ist Urban runtergegangen? So, jetzt kannst du mich vielleicht groß machen, dann zeige ich es nochmal kurz. Okay, ich habe die erste Frage an dich. Nein, du hast gesagt, ich zeig's dir. 3 Vers 7, beweise mir erstmal, dass 3 Vers 7 überhaupt, denn in meiner hier Korpus Koran, also Wort für Wort Übersetzung aus dem Arabischen, geht es um den Koran. Zeig mir, dass es um das Injil geht, in 3 Vers 7. Nein, in 3 Vers 3 geht es um die Tora und das Injil. Ja. Und in 3 Vers 7 beschreibt er, was die Menschen damit gemacht haben. Nein. Doch. Here's the one who revealed to you the book. Okay, absolut clear. Es geht hier um den Koran in Vers 7. Bitte, absolut geht es da um den Koran. Da geht es nicht um das Injil oder die Tora. Es geht um Koran. Absolut, mein lieber Freund. Kannst du mich groß machen, bitte? Ganz klar um Koran. Ibn Kathir fängt damit an. Allah states that in the Quran there are ayat, kannst du mich bitte groß machen? Entire clear and plain.
Ibn Kathir. Abu Putin, kannst du mich bitte groß machen? So, ganz einfach. Wir bringen doch einfach den ganzen, die ganzen Text. Ja, bringen wir jetzt es geht um den Koran. Kannst du aufmachen. Du wirst dich selbst widerlegen und dann wirst du gar nichts mehr zu sagen haben. Es gibt keinen Gott. Alle auf Stumm. Ich rede gerade, bitte. Dankeschön. Ich bin doch auch auf Stumm, wenn ihr redet. Alle Alif Lam Mim. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, den Lebendigen und Beständigen. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Zuvor als Rechtsleitung für die Menschen. Und er hat die Unterscheidung herabgesandt. Gewiss, diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben. Allah ist Allmächtiger und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Von Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Es ist der, der euch im Mutterleib gestaltet, will. Es gibt keinen Gott außer ihm, den Allmächtigen. Es ist, warte mal, ich muss jetzt den anderen Verspart bringen, weil ich habe es falsch geschnitten. Ganz kurz, ich muss anderen Greenfilter benutzen, Greenscreen. Einen Moment. So, so, so. Jetzt hoffen wir das. Ah, ne. Denn es ist das Buch der Offenbarung, auf die Scharab gesandt hat. Dazu gehören eindeutig Verse. Sie sind der Kern des Buches und andere mehr, durch was aber diejenigen angeht, deren Herz und Neigungen zum Abschweifen ist, so neigen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Des Buches. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, was bedeutet die Wissen fest. Kern des Buches? Ist das Buch das Evangelium hier? Oder die Tora? Der das Buch als Offenbarung. Ist das Evangelium nein. Oder die Tora? Wenn er oben steht als Offenbarung, spricht er von beiden Büchern. Das heißt, du sagst, Vers 7 hier handelt von der Tora und dem Evangelium. Da steht doch als Offenbarung, die Offenbarung. Wem hat denn die Offenbarung herabgesandt? Okay, wem darf ich jetzt mehr glauben, dir oder Ibn Kathir? Das sind Verse vom Koran. Darf ich bitte ganz kurz einfach, ja, aber das ist ja eine Interpretationsfrage hier. Entschuldigung, Bruder. Das ist eine Interpretationsfrage. Das ist ein Vers vom Koran. Darf ich? Warte schon, bitte, warte schon. Bruder Matt, eine. Kurz beantworten wieder. Ja, aber nur eine Sekunde, Bruder. Okay. Nur eine Sekunde. Also, ich sage das Gleiche wie du. Jeder, der da drin ist, ihr müsst nicht uns glauben. Ich habe die Tafsir von Ibn Kathir und das heißt, die Mutter Habit hat und Muskamat Ayat. Also, Allah sagt, dass es im Koran Ayat gibt, die Muskamat sind, völlig klar und klar. Und es sind die Grundlage dieses Buches. Es geht ganz klar um Koran. Abu, mach bitte groß. Genau. Hier. Danke. Nur mal, dass es alle lesen können hier. Wartet. Hier haben wir es. Allah states that in the Koran, lest ihr das bitte? Zweiter Satz, erster Absatz eigentlich. Koran steht dort. 3, 7 bis 9 und dort steht Koran. Ich kann es hier, warte mal, ich halte es einmal hier so fest, nur mal, dass man das hier erkennt. Da, Koran. Koran. Nicht Injil oder Tora, Koran. 3, Vers 7 handelt eindeutig vom Koran. Kannst du mich auch mal kurz bitte groß machen? Nein, mach es einfach. Ich habe es gerade nicht gesehen, sorry, ich war gerade. Schau mal hier. Gott, der Mächtige. Warte mal. Gott, der Mächtige, sagt uns das Buch, dass es im Koran klare Verse gibt, die Mutter des Buches sind. Ja. So. Es geht ja hier um den Koran hier. Da geht es nur darum, dass der Koran die Mutter der Bücher sind. Lies mal weiter, aber bitte. Bleib so fair, ja. Lies weiter, Jerry. Lies den Satz weiter. Okay, alles klar, ich lese dir, warte mal. Das heißt, klare Beweise der Bedeutung, in denen es für niemanden Zweideutigkeit gibt. Richtig, weil der Koran das Mutterbuch ist. Weiter. Jo, jetzt gehen wir weiter. Und unter ihnen gibt es andere Verse, in denen die Bedeutung klar ist, viele Menschen oder einige von ihnen sind zweifelhaft. Wer also das zweifelhaft auf das bezieht, was davon klar ist, und eine entscheidende Entscheidung über das Zweideutige trifft, ist seiner Meinung,
nach einem Geführter und wer auch immer es umkehrte, er war es umgekehrt. Und deshalb sagte Gott, der Allmächtige, diese sind die Mutter des Buches, womit er seinen Ursprung meinte. Dankeschön. Auf den im Zweifelfall zurückgegriffen wird und andere, die ähnlich sind. Was bedeutet das, ihre Bedeutung? Ja. Die Zustimmung des Schiedsrichters erfordert. Und es kann in Bezug auf den Wortlaut und die Struktur etwas anders erhalten. Jerry, erklär mir den Ursprung der Bücher Gottes, wenn wir doch an Tora, Injil und den Koran glauben. Was ist denn der Ursprung für dich? Die Frage ist doch nicht relevant für den Vers 7. Doch, die ist relevant. Die ist relevant, die Frage. Er hat mir was versucht vorzuwerfen, dass es um den Koran geht. Hier steht aber ganz klar. Die deutsche Übersetzung Ursprung. Von Ibn Kassir vorgelesen gerade. Er hat gerade Übersetzung von Ibn Kassir vorgelesen. Okay. Ja, und Matthias, das ist von Ibn Kassir. Ja, du erwartest jetzt von uns, dass wir dir glauben und nicht Ibn Kassir, der sagt, Koran 3, Vers 7 geht über den Koran. Also du erwartest jetzt, dass wir... Da steht doch der Ursprung. Der Ursprung der Bücher, darum geht's doch. Nein. Und der Ursprung der Bücher, die von Gott sind... Der Vers 7 geht um den Koran. Du musst mir ja nicht glauben. Guck mal, ich habe jetzt meine Fragen alle beantwortet. Matt, ich muss sowieso gleich los. Matt, ich habe dir alle Fragen beantwortet. Wir haben jetzt mit Tafsir gearbeitet. Hier wurde nochmal alles bewiesen in Sure 3 mit den Tafsiren. Lies sie dir nochmal durch, wenn du irgendeinen Fehler findest. Ich folge dir jetzt, Bruder. Schick mir das zu. Ja. Ich werde nichts ablehnen, wenn du mir das beweisen kannst. Ja. Nehme ich gerne an. Gar kein Problem. Und der Dr. Sheikh hat sowieso zweimal sich selbst Knockout gegeben, ja, und Dr. Sheikh ist gerade nicht da. Moment kurz, an alle. Dr. Sheikh ist gerade nicht da und du kannst nicht behaupten von dir aus, dass er... Doch, der ist da, ich habe ihn noch gerade gesehen. Nein, der ist gar nicht da. Der ist in den Kommentaren. Hör auf, Mann, der ist gar nicht da. Ja, aber das geht nicht. Hör mal ganz kurz. Ja. Ja, es mag sein, dass der Dr. Sheikh sich da vertan hat bei der einen Hadith. Jetzt machst du genau den gleichen Fehler. Wir zeigen dir das Koran. Hör zu. Wir zeigen dir gerade von deinen eigenen besten Gelehrten. Das sagt Abbas, das sagt Al-Jalalain, das sagt Ibn Kathir, dass Koran 3, Vers 7 über den Koran handelt. Du behauptest, das handelt über das Evangelium in die Tora. Das ist schlichtweg falsch. Sollen wir nochmal den Vers durchlesen mit dem Ursprung? Welchen akzeptiert hat man? Okay, ich akzeptiere. Ich lasse einfach mal so im Raum stehen. Geh mal in dich, lies dir nochmal die Tasfire durch. Lies dir den Vers nochmal durch. Du wirst selber erkennen, du bist hier gerade auf dem Holzweg. Dieser Vers handelt nicht über die Tora und das Evangelium. Es gibt andere, dieser ist es nicht. Alles klar. Okay. Super. Aber ich fand das sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Ich fand das auch angenehm mit euch. Ihr seid super Jungs. Macht weiter mit euch. Guck mal, ich liebe einen Menschen, der gläubig ist. Und ich sag euch immer noch, haltet an euren Glauben fest. Auch wenn ihr jetzt nicht an den Islam glaubt, ja. Haltet an euren Glauben fest, weil es gibt ja immer noch die Erlösung von Allah, ja. Auch für einen Christen, auch für einen Juden, auch für einen Sebeer. Deswegen haltet an euren Glauben. Lasst euch nicht vom rechten Weg ableiten, ja. Und ich wünsche euch in dem Sinne alles Gute, ja. Einen schönen Abend euch allen, euch und eure Familien. Fashion. Und passt auf euch auf. Ja. Fashion, ich sag dir eine Sache als Abschied. Schau mal, du redest über einen Glauben und das ist im Islam eine Einbahnstraße. Wir reden von einer Beziehung, die jetzt und hier schon möglich ist, weil Jesus hat den Tempelvorhang zerrissen und du kannst jetzt schon eine echte
Beziehung zu deinem Schöpfer haben, weil er will dich als Kind adoptieren und wirklich eine Gemeinschaft mit dir haben. Das ist der Unterschied zwischen dem Islam und dem, was wir glauben. Wir glauben, dass Gott redet, nicht nur in einer Einbahnstraße, wo wir ihn anbeten und zu ihm beten, sondern dass er mit uns Beziehung hat und sich uns offenbart. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, dann werde ich und der Vater kommen und Wohnung in euch halten. Denkt mal darüber nach. Amen, Amen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Danke dir. Aber wir glauben nicht, wir dienen, ja. Wir dienen Allah. Also wir glauben nicht, wir dienen. Man muss gottesfürchtig sein. Ja, Fashion, ja. Fashion. Ich als Horst habe eine Frage. Ich hoffe, dass sich hier angenehm bei uns gefühlt. Sehr, 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 super, super, super. Ja. Dr. Sheikh kann ich schon ein bisschen länger. Aber Putin, Dr. Sheikh kann ich schon ein bisschen länger. Das ist so eine Hassliebe zwischen dir und mir. Untereinander habt persönlich. Ja, aber ich möchte hier in meinem Live einfach eine Fairheit laufen lassen. In anderen, wenn ich zu Gast bin, bin ich auch vielleicht ein bisschen anders. Aber mir ist wichtig, dass du dich gut gefühlt hast und nicht angegriffen und auch nicht beleidigt. Ne? Ja, das ist mir auf jeden Fall. Kurzer Moment. Auch wenn wir nicht auch theologisch auf der gleichen Meinung sind, ich wünsche dir Gottes Segen. Danke, dass du da warst. Abo Fashion. Jetzt wollte ich an dich schicken. Sorry, warte mal. Also ich wollte jetzt gerade an Abo Putin was schicken. Jetzt habe ich Jerry geschickt. Aber Jerry, sei dir gegönnt. Hey, Abo Fashion, eine Frage noch. Kennst du das Video mit dem Milch, wo die Pisse vom Dings drauf ist und er das trinkt? Vom Kamel? Und Kamel, guck mal, ihr macht euch darüber lustig, aber ich sag euch eine Sache. Wenn ihr euch ein bisschen belesen seid, schaut euch die National Library. Fashion, geh nicht drauf ein, alles gut. Nein, das ist kein Problem. Das ist für mich nicht schlimm. Schaut euch die National Library of Medicine an in Amerika, die ganz klar besagt, dass Kamelurin sogar Krebs heilen kann. Aber Dankeschön für deine Aussage, Yunuko. Nein, ich wollte nur mal sagen, warum. Das ist eine einzige Studie, die aus Saudi-Arabien kommt. Die ist aus Amerika, die Studie. Die ist aus Amerika. Du warst super. Dankeschön. Vielen Dank für den Stream. Alles Gute dir, Abu. Gottes Segen. Alles Gute wieder. Alles Gute, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao. Gute Matt. Gottes Segen, Matt. Du bist immer gerne gesehen. Gottes Segen, Matt. Danke. Gottes Segen, Fashion. An alle. Danke, tschüss. Gottes Segen an alle. Der eine schreibt Urin-Shake. Entschuldigung, wieder locker, dass du dir das anhören musstest. Ich musste das rauslassen, weil jemand hat mir das gerade geschickt und ich schaue mir das an und dann sagt er, schmeckt gut. Aber Leute, auch an die 110 Leute, 111 Leute hier im Stream. Ich beende jetzt den Stream. Ich bin jetzt schon wieder seit 7 Uhr sind wir hier schon wieder live und ich muss morgen arbeiten. Danke an alle, dass ihr da wart. Wieder Luca, ich küsse dein Herz. Jakobus, du bist gar nicht zu Wort gekommen. Unique. Und an alle Zuschauer, danke für eure Unterstützung. Danke für euer Dasein. Gott segne euch. Gute Nacht, meine Lieben. Gottes Segen, Bruder. Morgen können wir wieder loslegen, Wochenende sind wir wieder da. Ich wünsche dir viel Kraft für morgen, für die Arbeit. Danke, Bruder. Mach's gut. Nimm dir meinen Rat zu Herzen. Ja, habe ich. Mach das. Jerry, mach schon live auf, Jerry. Wieso machst du nicht live? Gestern bist du abgehauen. Abgehauen? Mach du ein Live auf. Du hast auch keine Live aufgemacht. Komm, mach du ein Live auf. Warum muss ich ihn aufmachen? Ja. Mach du ein Live auf, Jerry, komm. Ich hätte weiter mein Live geöffnet, aber ich muss wirklich um 4 Uhr. 4 Uhr muss ich aufstehen. Ich komme morgen bei euch um 4 Uhr. In 4 Stunden komme ich bei euch rein. Ich mach Live auf. Mach auf, Jerry, jetzt. Also, bis später, Jerry. Bis später. Shalom Aleichem, alles zusammen. Gottes Segen. Wieder noch ein Gottes Segen auf ihn. Ich grüße eure Herzen, Brüder. Shalom, Gottes Segen.